Nun, verehrte Staatssekretärin, liebe Sabine Döring. Heute, verehrte Senatorin, liebe Ina Ciborra. Endlich, liebe Frau Ministerin, liebe Manja Schüle. Nun und heute und endlich kann ich es zur festlichen Eröffnung unseres diesjährigen Leibniz-Tages und im Rahmen der Begrüßung der Ehrengäste endlich zugeben. Die Akademie hat an den vergangenen 3 Tagen deswegen so ausführlich und unter dem Motto Wandel durch Aufklärung 30 Jahre ihrer Neukonstituierung gefeiert, was an und für sich kein besonders feiernswürdiger Anlass ist. Was sind schon 30 Jahre angesichts von 323 Jahren Geschichte? Also ich kann unseren Ehrengästen heute endlich feierlich zugeben, dass wir so ausführlich gefeiert haben und mit vielen Gästen feiern, weil wir uns über den Weg in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vergewissern wollen. Darum, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es eigentlich. Für schlichte 30 Jahre angesichts von über 300 Jahren wären 4 festliche Tage vielleicht doch etwas opulent, allzumal für eine vormals preußische und
kurbrandenburgische Sozietät. Umso mehr freuen wir uns, dass uns der Bund und unsere beiden Sitzländer, wie das so schön heißt, sind ja eigentlich Bewegungsländer, dass unsere beiden Länder und der Bund so hochrangige und zugleich so geschätzte Politikerinnen geschickt haben. Ihnen danke ich, Ihnen allen dreien, für die energische Unterstützung Ihrer Häuser, für die energische Unterstützung, die Sie uns angedeihen lassen in den alltäglichen Auseinandersetzungen mit Finanzministern, Haushaltsausschüssen, aber auch für die so selbstverständliche und freundliche Unterstützung unserer Ideen namens der ganzen Akademie unseren ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn sich die Berlin-Brandenburgische Akademie über 30 Jahre nach ihrer Neukonstituierung und mit vielen Gästen über ihren Weg in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vergewissern will, braucht es dazu schon etwas Zeit. Denn zum Vergewissern über den eigenen Weg und den Ort, wo man steht, muss man, verehrte Präsidentinnen, Präsidenten, Altpräsidenten unserer Schwesterakademien aus Jerusalem, Tallinn, Vilnius und Wien, aus Halle, aus Göttingen und aus Heidelberg, liebe Nili Cohen, lieber Jüri Engelbrecht, lieber Juras Bannis, lieber Heinz Fassmann, dazu muss man, lieber Jörg Hacker, lieber Daniel Göske, lieber Bernd Schneidmüller, dazu, um sich zu vergewissern, muss man zunächst einmal natürlich zurückblicken auf die Ereignisse vor 30 Jahren, ihre spezifische Vor- und Nachgeschichte, wie wir es am Mittwoch dieser Woche in drei Veranstaltungen getan haben. Zukunft braucht Herkunft, wie bekanntlich Odo Marquardt, übrigens ein bekennender Theoretiker des Skeptizismus, formuliert hat. Nun braucht aber, wie Marquardt im selben Zusammenhang formuliert hat, und das wird deutlich weniger zitiert als der andere Satz, es braucht Herkunft auch Zukunft. Nicht nur Zukunft Herkunft, sondern umgekehrt auch Herkunft Zukunft. Liebe Präsidentinnen und Präsidenten der Berliner und Potsdamer Universitäten, liebe Julia von Blumenthal, lieber Günther Ziegler, lieber Oliver Günther, wir freuen uns außerordentlich über so viele Präsidentinnen und Präsidenten befreundeter, eng befreundeter akademischer Einrichtungen und von unseren Schwesterakademien. Zusammen, darf ich sagen, liebe Freundinnen und Freunde, zusammen denkt es sich leichter, in einem eng vernetzten Wissenschaftssystem über diejenige Zukunft nach, die sich aus einem reflektierten Verhältnis zur Herkunft als Entwicklungsperspektive nahelegt. Auch hier bedanke ich mich von Herzen für das gute Einvernehmen und die vielfältigen Kontakte und die gemeinsamen Aktivitäten. Zukunft, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Mitarbeitende, liebe Gäste, insbesondere liebe Podiumsgäste, noch einmal Julia von Blumenthal, noch einmal Heinz Fassmann, Julika Griem, Joachim Müller-Jung, David Nirenberg und Dorothea Wagner und natürlich auch liebe Schülerinnen und Schüler, da eine Akademie im deutschen Wissenschaftssystem vielleicht derjenige Ort ist, an dem die größtmögliche Freiheit herrscht. Die größtmögliche Freiheit, weil Akademie ein Stück konkreter Utopie ist, wie es am Mittwoch drüben auf unserem Symposium hieß, als auch ein Stück realisierter Vision. Ein Stück realisierter Vision, unrealisierter, vielleicht überhaupt unrealisierbarer Möglichkeiten des ganzen deutschen Wissenschaftssystems, wie gestern ein Mitglied formulierte.
Denn es wäre ja schlimm, wenn wir nur eine eingefrorene Momentaufnahme der besonderen Reputationszumessung im deutschen Wissenschaftssystem abbildeten. Eine bloße Versammlung von Exzellenz, die da an Tischen erstarrt sitzt, eine schlichte Honoratiorenakademie. Die sich vor 30 Jahren die Neukonstituierung der Akademie überlegt haben, Manfred Bierwisch sprach von der Bastelakademie, also die eine Bastelakademie basteln durften, die vor 30 Jahren die Neukonstituierung der Akademie versuchten. Ich nenne im Rahmen dieser Begrüßung vor allen Dingen den Münchner Althistoriker Christian Meyer und den Konstanzer Biologen Hubert Markel. Wir werden ihre Bilder nachher noch sehen. Die prägten den schönen Begriff Arbeitsakademie, pointiert gegen den Ausdruck Honoratiorenakademie, und verstanden unter einer Arbeitsakademie gerade nicht, dass Scharen von Hilfsarbeitern und Akademiebeamten wie in der vormaligen preußischen Akademie für die akademischen Mandarine des Kaiserreichs Inschriften, Münzen und kanonische Texte sammelten. Selbst arbeiten, das war die Parole von 1993, nicht andere für sich, sondern selbst arbeiten, die zentralen Themen der Zukunft heute schon proaktiv identifizieren und inter- wie transdisziplinär arbeitend behandeln. Dieses Erbe gemeinschaftlicher, proaktiver Identifikation von Zukunftsthemen, ebenso wie ihre inter- und transdisziplinäre Behandlung in gemischten Arbeitsgruppen, übernahm man im Jahre 1993 von der drei Jahre zuvor schon wieder aufgelösten Akademie der Wissenschaften zu Berlin im westlichen Teil der Stadt. So wie man die Klassenstruktur, die klassischen geisteswissenschaftlichen großen Forschungsunternehmen und die historischen Sammlungen von der gleichfalls aufgelösten Akademie der Wissenschaften der DDR im östlichen Teil der Stadt übernahm. Obwohl der von, der Name muss auch genannt werden, Senatsdirigent Bernhard Kleber formulierte Namenszusatz vormals Preußische Akademie der Wissenschaften Kontinuität zu einer Existenzform der sich ständig wandelnden Berliner Akademie, wir sind als kurbrandenburgische Sozietät gegründet worden, signalisierte, brach man 1993 mit einem ehernen Prinzip der Vorgängerakademien, dem Ortsprinzip. Denn das Ortsprinzip gestattete bis 1993 nur die Zuwahl solcher Menschen zu ordentlichen Mitgliedern, die entweder in Berlin selbst wohnten oder in einem Ort, Zitat, der mit Berliner Pferdebahn oder Dampfeisenbahn erreichbar ist und im letzteren Fall nicht mehr als 30 Kilometer von Berlin entfernt ist. Aus den Statuten der Preußischen Akademie Anfang des Jahrhunderts. Die BBAW wählt seit 1993 Menschen an allen Orten dieser Welt zu ordentlichen Mitgliedern. Und ich darf vielleicht sagen, dass erst seit der Pandemie, seit der vor drei Jahren einsetzenden Bewegung, Sitzungen auch hybrid durchzuführen, sich diese programmatische Aufhebung des Ortsprinzips als wirklich sinnvoll erwiesen hat, allein schon im Interesse der immer noch notwendigen Steigerung der Diversität der Mitglieder und der Akademie. Dabei helfen uns einschlägig arbeitende, befreundete Institutionen, für die ich stellvertretend unser Mitglied Carola Lenz, die Leiterin und Präsidentin des Goethe-Instituts, und Hartmut Dorgerloh, den Generalintendanten des Humboldt-Forums, hier ganz herzlich begrüße. Was bedeutete es, meine Damen und Herren, wenn das hehre Ideal der Arbeitsakademie, wenn also alle vor der Pensionierung zugewählten Mitglieder sich anderswo für Exzellenzcluster und ERC-Grants engagieren sollen
und die Mitarbeit in der Akademie, in der universitären leistungsgerechten Mittelvergabe gar nicht berücksichtigt werden kann. In der vormals preußischen Akademie gab es für alle ordentlichen Mitglieder ein zusätzliches Monatsgehalt von 900 Mark. Das war damals viel Geld. Was bedeutet der in meinen Augen dramatische Kulturwandel im deutschen Wissenschaftssystem, in dessen Zug junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verlässliche Karriereperspektiven einfordern, für das Miteinander von Mitgliedern und Mitarbeitenden in der Akademie? Ich durfte, sagte am Mittwoch ein höchst verdienter Mitarbeiter unserer Akademie, nur in der Athener Akademie an einer Plenarsitzung der Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied unserer Akademie, das von der Athener Akademie mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde und seit 1983 in der Berliner Akademie griechische Inschriften ediert. Für den Umgang mit unseren Mitarbeitern, die ich deswegen besonders herzlich begrüße, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollte ebenso wie für die Zukunftsthemen gelten, dass wir proaktiv nach neuen Lösungen suchen und vorangehen, nicht eine zu Ende gehende Form des Wissenschaftssystems konservieren oder gar repräsentieren. Vorwärts in die Montagehalle. Vorwärts in die Montagehalle, um einen inzwischen geflügelten Tweet zu einem der verschiedenen schwierigen Gesetzesvorhaben der Gegenwart geringfügig zu modifizieren. Ich weiß mich bei solcher Arbeit an den Herausforderungen einig mit Wilhelm Krull, dem Vorsitzenden unseres Senats, und mit Friede Springer, der Vorsitzenden des Kollegiums Pro Academia, des Fördervereins der BBAW, in den Sie bitte eintreten, wenn Sie noch nicht Mitglied sind. Formulare liegen draußen aus. Beide, Wilhelm Krull und Friede Springer, begrüße ich ganz herzlich und danke ebenfalls von ganzem Herzen für die reiche und energische Unterstützung. Das ist ja nicht die Festrede, sondern nur die Begrüßung. Deswegen muss ich jetzt schließen. Ich kann nicht alle begrüßen im Saal, die ich gern begrüßt hätte und die einen Dank verdient hätten. Aber zwei will ich noch begrüßen. Kai-Uwe Peter, den Präsidenten der Schiller-Gesellschaft und dazu ein Mitglied des Senats der BBAW, und Sandra Richter, die Direktorin des Literaturarchivs Marbach. Nachher, präzise um 15 Uhr, nach dem Empfang und dem Mittagessen drüben in der Akademie, eröffnen wir im Gebäude der Akademie Marbach an der Spree. Man hätte auch sagen können, Marbach am Gendarmenmarkt. Natürlich liegt Marbach nicht an der Spree und nicht am Gendarmenmarkt, jedenfalls bisher. Denn heute eröffnen wir eine kleine, aber feine Zweigstelle des großen deutschen Literaturarchivs in Marbach und freuen uns auf die Ausstellung von Marbacher Materialien, aber auch auf alles, was wir gemeinsam präsentieren, edieren und entwickeln werden. Zuletzt ein Wort zur Musik. Da ist Brandenburg repräsentiert. Die Kammerakademie Potsdam, sie spielt aus guten Gründen und eben haben Sie schon gehört, die Kammerakademie. Sie ist zwar nur etwas über 20 Jahre alt, aber sie entstand letztlich aus einer Serie von Abwicklungen nach der deutschen Vereinigung durch Neukonstitution, gerade wie auch die BBAW. Und die Kammerakademie spielt sowohl Musik, die an brandenburgischen Höfen erklang, die ursprünglich die Kurbrandenburgische Sozietät gegründet und alimentiert haben, als auch Kompositionen unserer Tage. Ruth Zechlin studierte bei den Leipziger Thomasorganisten Straube und Ramin, komponierte und war Rektorin der Hochschule für Musik Hans Eisler direkt hinter uns und Vizepräsidentin der östlichen Hälfte unserer Berliner Schwesterakademie, der Akademie der Künste zu Berlin.
Rainer Bredemeier war dagegen langjähriger musikalischer Leiter am Deutschen Theater drüben auf der anderen Seite der Spree. So, nun ist die Begrüßung tatsächlich zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen ebenso anregenden wie unterhaltsamen Leibniz-Tag und freue mich auf die Grußworte, die ich jetzt nicht nochmal eigens jeweils ankündige, Staatssekretärin Sabine Döring, Senatorin Ina Ciborra und Ministerin Manja Schüle. Vielen, vielen Dank. Das Pult gehört Ihnen. Sehr geehrter, lieber Herr Präsident Markschies, sehr geehrte Präsidenten und Präsidentinnen der Akademien und Universitäten, sehr geehrte Altpräsidentin der Israelischen Akademie der Wissenschaften, sehr geehrte Frau Ministerin Schüle, sehr geehrte Frau Senatorin Ciborra, liebe Gäste dieses besonderen Festtages. Es ist mir eine große Ehre und Freude, mit Ihnen zusammen das 30-jährige Jubiläum der Neukonstitution der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften begehen zu dürfen. Auch im Namen von Frau Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger und des gesamten BMBF gratuliere ich sehr herzlich zu diesem Festtag. Wenn Sie diese Veranstaltung mit Wandel durch Aufklärung betiteln, geht es Ihnen offensichtlich um eine Verortung, um eine Vision für die Zukunft. Jean-Baptiste Laurent d'Alembert, genannt d'Alembert, einer der führenden Denker der französischen Aufklärung, charakterisiert sein Jahrhundert als das der Philosophie schlechthin, und zwar aufgrund des enormen intellektuellen und wissenschaftlichen Fortschritts der Epoche, aber auch aufgrund der Erwartung, dass die Philosophie das menschliche Leben dramatisch verbessern würde. Das freut mich als Philosophieprofessorin natürlich besonders, aber ich kann Sie beruhigen. Der Begriff der Philosophie ist hier so weit gefasst, dass es auch die Natur- und Sozialwissenschaften mit ein, dass sie auch die Natur- und Sozialwissenschaften mit einschließt. Für die Denker der Aufklärung selbst ist die Aufklärung keine historische Periode, sondern ein Prozess der sozialen und geistigen Entwicklung, der weder an Zeit noch an Ort gebunden ist. In seinem berühmten Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, von 1784, bestimmt Immanuel Kant den Begriff der Aufklärung als Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ich zitiere, Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Kant identifiziert hier Aufklärung mit dem Vermögen, selbst zu denken, seine eigenen intellektuellen Fähigkeiten einzusetzen und sich auf sie zu verlassen, um zu entscheiden, was man glauben und wie man handeln soll. Philosophen der Aufklärung aus allen geografischen und zeitlichen Bereichen neigen dazu, großes Vertrauen in die intellektuellen Fähigkeiten der Menschheit zu haben, sowohl um systematisches Wissen über Natur zu erlangen, als auch um als maßgeblicher Führer im praktischen Leben zu dienen. Dieses Vertrauen ist in der Regel gepaart mit Misstrauen oder gar Feindseligkeit gegenüber anderen Formen oder Trägern von Autorität, wie Tradition, Aberglaube, Vorurteile, Mythen und Wunder. Insofern diese Formen oder Träger als Konkurrenz zur Autorität der eigenen Vernunft angesehen werden. Die Aufklärungsphilosophie steht tendenziell in einem Spannungsverhältnis zur Religion, da die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit in diesem Zeitalter, das Wagnis selbst zu denken, die Entdeckung der eigenen intellektuellen Kräfte in der Regel die Ablehnung der Rolle der Religion bei der Lenkung des Denkens und Handelns erfordert. Der Glaube der Aufklärung, wenn man ihn denn so nennen darf, ist, dass der Prozess der Aufklärung der fortschreitenden Selbststeuerung des Denkens und Handelns durch die Erweckung der intellektuellen Kräfte letztlich zu einem besseren, erfüllteren, menschlichen, nämlich vor allem einem freien oder autonomen Dasein führt. Mit dem Titel Wandel durch Aufklärung knüpfen Sie an diesen Glauben oder dieses Vertrauen in die Vernunftfähigkeit des Menschen an, wie sie übrigens heute längst nicht mehr den reinen Verstand, sondern auch die Emotionen mit einschließt.
Das Programm der Aufklärung ist gewissermaßen ihre DNA. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese Redewendung soll besagen, dass man sich nur auf das verlassen soll, was man nachgeprüft hat. Was sie selbst insofern veranschaulicht, als sie fälschlicherweise Lenin zugeschrieben wird, sich in seinen Werken aber gar nicht belegen lässt. Dass wir nicht ungeprüft glauben, sondern unsere kritische Vernunft einsetzen sollten, ist heute so richtig wie zu Zeiten d'Alembert oder Kants. Und bis heute harrt die Vollendung des Prozesses der Aufklärung der Erreichung. Wie Kant im ausgehenden 18. Jahrhundert leben wir zwar in einem Zeitalter der Aufklärung, aber bei weitem nicht in einem aufgeklärten Zeitalter. Deutlich erleben wir dies gegenwärtig etwa in dem Agieren der russischen oder der iranischen Regierung. Hier wird wieder alle Vernunft gehandelt und die Freiheit verachtet. Wir leben in einem Staat, der wesentlich auf den Werten der Aufklärung aufbaut. Werte, die in unserem Grundgesetz Niederschlag gefunden haben. Zum Glück fühlt sich unsere Gesellschaft, diesen Werten überwiegend verpflichtet. Aber auch in unserer Gesellschaft wird Wissenschaft häufig wenig geachtet oder für die eigene Ideologie instrumentalisiert. Beispiele sind die Leugnung des Klimawandels und Verschwörungstheorien im Kontext der Corona-Pandemie oder der Migration. Nach Ernst Wolfgang Böckenförde besteht das Dilemma des freiheitlichen, säkularisierten Staates darin, dass er von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Dies sei das Wagnis, dass er, der freiheitliche, säkularisierte Staat, um der Freiheit willen eingegangen ist. Öffentliche Institutionen, auch und gerade in der Wissenschaft, können aber dazu beitragen, dass Vernunft und Freiheit gedeihen. Nicht durch Zwang, sondern durch Verbreitung von Wissen und das Vorleben eines aufgeklärten, rationalen Diskurses, sodass sich die Attraktivität, Faszination, ja der Zauber der Aufklärung zeigt. Wo könnte dies besser geschehen als in den Akademien der Wissenschaft und in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft? Schon in den vergangenen Tagen dieser Festveranstaltung wurde auf die große Tradition der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft hingewiesen. Dem, was die Akademie und ihre Mitglieder in der Vergangenheit geleistet haben und heute leisten, gebührt höchster Respekt. Diese Akademie hat es immer wieder geschafft, sich auf ihre Wurzeln zu besinnen, auch wenn es in Jahrhunderten wissenschaftlichen Glanzes auch Brüche und Irrwege bis hin zum Abgleiten in menschenverachtendes Handeln in der Zeit ab 1933 gab. Nach der Wiedervereinigung wurden die Weichen zum Teil von außen neu gestellt, nämlich als die Akademie im Jahr 1993 noch einmal neu gegründet wurde. Diese Neugründung hat sich zu einem Glücksfall für die Wissenschaftslandschaft gerade in Berlin und Brandenburg, aber natürlich auch weit darüber hinaus entwickelt. Unter den Akademien nimmt sie, ich denke, die Präsidenten der anderen Akademien sehen das zumindest ähnlich, einen besonderen Rang ein, allein schon wegen ihrer Größe. Es spricht für Sie, lieber Herr Professor Markschies, und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, dass Sie in diesen Tagen nicht nur zurückblicken und sich im Glanz der alten Koryphäen der Wissenschaft wohlig sonnen. Tradition ist bekanntlich nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Dies geschieht in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften durch die unterschiedlichsten Projekte, die auch das von Bund und Ländern mit 75 Millionen Euro finanzierte, weltweit vermutlich einmalige Akademienprogramm gefördert werden. Das Spektrum ist so bunt wie Berlin und Brandenburg. Die Arbeit an einer neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe steht neben einer Monumenta Germaniae Historica in der Quellen zur Verfassungsgeschichte des römisch-deutschen Kaiserreichs im 14. Jahrhundert präsentiert werden. Der Komponist Erich Wolfgang Korngold, dessen Musik in Deutschland lange vergessen war, interessanterweise hat mein Schwager, der Solist der Deutschen Oper am Rhein, ist seine Abschlussarbeit über Korngold geschrieben, deshalb freut mich das ganz besonders, der wird in unserer Familie schon lange sehr geschätzt, der wird hier in einem hinreißenden Projekt gewürdigt. Wissenschaftler widmen sich auch Goethe mit einem Wörterbuch, darin soll der Wortschatz unseres Geheimrats dargestellt werden. Solche Projekte stehen exemplarisch für Grundlagenforschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Grundlagenforschung, der sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung besonders verpflichtet fühlt. Dabei muss sich die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften wie auch die Akademien immer wieder vergewissern, was eigentlich das
kulturelle Erbe ist, das bewahrt werden soll. Der Begriff ist beileibe nicht eindeutig umschrieben. An seiner Ausformung zeigt sich immer auch, wie sich ein Staat und eine Gesellschaft unter Berufung auf die Vergangenheit sehen möchten. Was stellen wir heute heraus? Was lassen wir unter den Tisch fallen? Kümmern wir uns nur um unser eigenes kulturelles Erbe in Deutschland oder auch um das europäische oder vielleicht sogar um das der ganzen Welt? Ich weiß, dass Sie über diese Fragen auch in der Akademienunion gerade im Augenblick verstärkt diskutieren. Das ist gut und notwendig. Um heute diesen Herausforderungen begegnen zu können, müssen wir auch neue Wege gehen. Haben Sie beim Weitergeben des Feuers auch weiterhin den Mut, ungewöhnliche Projekte zu fördern, ansteckende Ideen, die Menschen dazu bringen, für die Sache der Aufklärung zu brennen. Wie Sie die Menschen erreichen können, ist in einer Zeit des sich beschleunigenden Wandels für eine Institution, die sich der Kultivierung einer jahrhundertealten Errungenschaft verschrieben hat, eine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Die alte Idee der Aufklärung, die, wie oben bereits aufgeführt, ohnehin nicht an eine historische Periode gebunden ist, bleibt hochaktuell, sodass ich Ihr Motto ergänzen möchte. Wandel durch Aufklärung in Zeiten des Wandels. Ich wünsche Ihnen, lieber Herr Markschies, und der gesamten Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften bei dieser wunderschönen Aufgabe ein gutes Händchen und viel Freude ab in die Montagehalle. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Präsident Markschies, sehr geehrte Staatssekretärin Döring, sehr geehrte Ministerin, liebe Manja, sehr geehrte PräsidentInnen der Akademien der Wissenschaften und Universitäten, sehr geehrte Altpräsidentin der Israelischen Akademie der Wissenschaften, sehr geehrte Mitwirkende und Gäste des Leibniz-Tages, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin wirklich sehr froh, heute hier zu sein. Wir feiern 30 Jahre Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Es wurde schon erwähnt, es sind eigentlich über 320. Aber das ist eben der Ausdruck der brandenburgisch-preußischen Geschichte, ihrer Brüche, die uns Lust und Last sind, auch in der Politik. Lust, weil es verbunden ist mit dem Stolz auf Menschen und Institutionen, die ihren Überlebens- und Freiheitswillen immer wieder gezeigt haben, den Mut, altehrwürdige Institutionen in Frage zu stellen und neu zu erfinden, und an Feierstunden, die sich mit den Brüchen und dem Freiheitswillen auch in der Wissenschaft auseinandersetzen, sind wir momentan ja reich. Das müssen wir heute, gerade am 17. Juni in Berlin, wirklich betonen. 30 Jahre BBAW, 70 Jahre FU zeugen von diesen Brüchen und Neuanfängen. Die Berlin University Alliance hingegen von einer neuen, gemeinsam gedachten Zukunft. In der Akademie der Wissenschaften zeigt sich als geografisches, ideelles und intellektuelles Zentrum der Wissenschaft in unserem Raum. Sie ist eine sehr lebendige Verbindung zwischen Berlin und Brandenburg. Sie fördert länderübergreifend die Wissenschaft und den Dialog, berät Gesellschaft und Politik, unterstützt die Zusammenarbeit der außeruniversitären Forschung mit Hochschulen Berlins und Brandenburgs. Die Größe der Akademie zeigt sich an ihren exzellenten Mitgliedern, darunter viele der bedeutendsten Forschenden der Berlin-Brandenburgischen und internationalen Forschungslandschaft. Einmal mehr waren unter Ihnen im letzten Jahr zwei Nobelpreisträger, Anton Zeilinger und Svante Paabo. Aber auch die junge Akademie, die die BBAW und die Leopoldina zusammen ins Leben gerufen haben und die sich als eine Institution der Förderung exzellenter jüngerer Forschender fest etabliert hat, zeugt von der Bedeutung der Akademie. Man denke etwa an Heike Solger und Katja Becker, erstere Präsidentin der DFG, und die zweite Direktorin am Wissenschaftszentrum Berlin, Trägerin des Berliner Wissenschaftspreises 2013
und seit diesem Jahr Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates. Aber die Junge Akademie hat sich in den letzten Jahren, es klang ja auch schon ein bisschen an, auch in die Fragen der Zukunftsperspektiven für wissenschaftlichen Nachwuchs, Thema Entfristung, Thema sichere Karriereperspektiven und in die Frage der Verfasstheit unserer Hochschulen eingebracht, Stichwort Departmentmodell. Die Menschen und die internationalen Netzwerke machen die BWAW zu einem Leuchtturm für exzellente Forschung und nicht zu unterschätzen für deren Vermittlung und Anwendung. Ein herausragendes Beispiel hierfür, das gleichzeitig die Innovationskraft der Akademie unterstreicht, ist die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Transfer-Unit Wissenschaftskommunikation. Gerade der Wissenschaftskommunikation haben wir ja auch in Berlin in unserem Koalitionsvertrag einen zentralen Stellenwert eingeräumt, aus den vielen Motivationen heraus, die ja auch schon anklangen, Frage der Aufklärung, Frage der Stellung der Wissenschaft in der Gesellschaft, der Frage, wie können wir unsere Erkenntnisse bestmöglich in der Breite der Gesellschaft auch vermitteln. Diese Einheit bündelt die Erkenntnisse dieses sehr breiten Feldes und vernetzt Forschende und Anwenderinnen und mit Anwenderinnen und Anwendern. Die Akademie liefert so einen Beitrag dazu, dass exzellente Forschung auch zu gemeinwohlförderndem Impact führt. Ein anderes Beispiel wichtiger Vernetzung ist das junge Netzwerk Transeuropa, das vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine den Austausch mit Forschenden aus den östlichen Nachbarstaaten stärken und ihnen eine Plattform geben soll. Es wird ermöglicht durch eine Sonderfinanzierung des Landes Brandenburg, für die ich an dieser Stelle ganz besonders herzlich danken möchte. Mit solchen Formaten hat die BWAW die letzten 30 Jahre ganz aktiv die Berliner Wissenschaftslandschaft mitentwickelt und mitgeprägt. Die Akademie ist ein Ort, an dem kulturelle Artefakte erschlossen, analysiert und bewahrt werden, seien es Texte, Glasfenster oder bedrohte Sprachen. Damit spannt sie einen weiten Bogen durch die Geschichte, von der Antike bis in die Gegenwart, von Aristoteles und seiner byzantinischen Kommentierung bis zu den Schriften von Uwe Johnson und den Kompositionen von Bernd Alois Zimmermann. Sie beweist, dass sich durch die Auseinandersetzung mit den Errungenschaften der Vergangenheit, egal in welcher Form und aus welcher Weltreligion, Erkenntnisse für uns heute gewinnen lassen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Mittelalterliche Glasfenster sind nicht nur bewahrenswert, weil sie ästhetischen und sakralen Wert haben. An ihnen lässt sich im Verbund mit der Materialforschung etwas im Umgang mit den Folgen des Klimawandels für Materialien lernen. Und damit der Bogen zu wichtigen Themen wie der Frage nach neuen Formen des Bauens. Damit wird der Bogen geschlagen. Das ist der Auftrag und die Erwartung an Wissenschaft, exzellente Forschung auch im Grundlagenbereich zu liefern, die im Alltag anschlussfähig ist, ohne dass sie deshalb darauf reduziert wird. Positive Formen der Identifikation entstehen durch Interesse und Wertschätzung. Die zeigt sich auch bei der Arbeit des Endeavoured Languages Archives, das von London nach Berlin an die BWAW gekommen ist. Ich freue mich, dass die Akademie mit diesem Projekt zu den bedrohten Sprachen der globalisierten Welt und damit zu Sprachen, die in unserer vielfältigen Stadt von Menschen teilweise noch gesprochen werden, die Türen zu ihrem Haus am Gendarmenmarkt weit geöffnet hat. In Zukunft sollen noch viel mehr Schritte in diesen Teil der Stadtgesellschaft erfolgen. Die Akademie kann damit ein Motor dafür werden, dass Wissenschaft nicht bei sich selbst bleibt, sondern mitten in der Stadt die Diversität findet, die ihr gut tut. Auf solche Beispiele gilt es weiter aufzubauen. Die Akademie ist für die nächsten 30 Jahre, der Akademie ist zu wünschen, dass sie weiterhin ein Ort der Neugier, der präzisen Forschung und des offenen Austauschs bleibt. Für all ihre Projekte mögen der Tatendrang von Mitgliedern und Mitarbeitenden erhalten bleiben. Um den Tatendrang ging es ja eben schon die ganze Zeit, das Aktive und nicht nur Repräsentative. Wir als Senat werden dafür auch in Zukunft die Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört das Bekenntnis zu Berlin als Wissenshauptstadt und die Weiterentwicklung als Hotspot für Innovationen, in enger Kooperation mit Brandenburg natürlich. Gemeinsam müssen und werden wir die Freiheit des Denkens und der Debatte und den Wettbewerb um gute Ideen unterstützen und schützen. Heute ist ein besonderer Tag mit festlichem Anlass, der Rituale hat und Traditionen pflegt. Rituale, die dem Zusammenhalt dienen
Und wenn der Anspruch sehr hoch ist, ohne abgehoben zu sein, und diesem Anspruch möge auch die Akademie weiterhin verpflichtet bleiben, ist das ein Beitrag zum Gemeinwohl, der demokratischen Kultur der Stadt und zur Wissenschaft für das Anthropozän. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und insbesondere den heutigen PreisträgerInnen eine gelungene Veranstaltung. Herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin die vierte Rednerin im Reigen der Grußworte. Sie haben es also gleich geschafft. Und da schon alle protokollarischen Gäste genannt wurden, erlauben Sie mir, Sie allgemein zu begrüßen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Erbe anzutreten, das ist ein Privileg und eine Pflicht zugleich. Denn einerseits dürfen Sie in die Fußstapfen Ihrer Vorgänger treten, andererseits müssen Sie Ihre eigenen Wege finden. Die BBAW, das haben wir heute mehrfach gehört, ist jetzt zwar erst 30 Jahre alt, aber hat eine über 300-jährige Tradition. Und ja, lieber Herr Markschies, Sie haben die Namen gerade schon mal aufgeführt, aber ich möchte es noch mal konzentriert machen, denn ich finde, wenn man in den Stammbaum der BBAW guckt, dann lässt sich an den Namen die Geschichte der gesellschaftlichen Emanzipation ablesen. Also, aus der kurfürstlich-brandenburgischen wurde die königlich-preußische Suizid der Wissenschaft, und dann anschließend nur noch die Preußische Akademie der Wissenschaften und seit 1991 schließlich oder 93 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Die Respublica Literaria ging der Demokratischen Respublika also voraus, denn die Ideale der Aufklärung waren ihrer Zeit voraus, das haben Ideale so an sich. Die BBAW ist heute Stimme der Wissenschaft und ja, Ratgeber einer demokratischen Gesellschaft und Wandel durch Aufklärung ist seit über 300 Jahren ihr Programm. Doch von welchem Wandel sprechen wir eigentlich? Von welchem Wandel sprechen wir? Wir sprechen heute oft von der Spaltung der Gesellschaft, von dem bröckelnden Zusammenhalt, von der Krise unserer mühsam errungenen Demokratie. Und ja, heute am 17. Juni gedenken wir vielerorts den Menschen aus der ehemaligen DDR, aus dem Land, in dem ich geboren und aufgewachsen wurde, die sich vor über 70 Jahren für die Freiheit eingesetzt haben und denen später die einzige deutsche Revolution gelungen ist und noch dazu eine friedliche. Pessimismus hat heute Hochkonjunktur. Und ich will das nicht verharmlosen, aber Kulturpessimismus, das ist uns allen nicht neu. Um einmal Kant zu zitieren, dass die Welt im Argen liegt, ist eine Klage, die so alt ist, als die Geschichte. Kant schreibt aber auch, dass der Glaube, dass alles immer zum Besseren voranschreitet, so alt ist als die Geschichte selbst. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat gezeigt, dass Frieden in Europa nach 1945 vielleicht eine historische Ausnahme war. Von Kants Vision zum ewigen Frieden sind wir heute als Weltgemeinschaft nach wie vor weit entfernt. Und die Ideen von Nationalismus und kultureller Überlegenheit sind noch lebendig, hierzulande, in der Europäischen Union und ja auch global. Aber immerhin haben wir ein Völkerrecht, immerhin gibt es die Idee der Menschenrechte und immerhin wollen Menschen weltweit Freiheit und Demokratie und das ist ebenso ein lebendiges Erbe der Aufklärung. Fortschritt verläuft eben nicht immer linear. Mal machen wir einen Schritt voran, mal gehen wir zwei Schritte zurück. Von unserem Glauben an eine bessere Welt allerdings, von dem sollten wir uns nicht abbringen lassen. Ich bin daher sehr dankbar, dass Sie, lieber Herr Markschies, zu den Initiatoren unserer Frankfurter Erklärung für ein Ukraine-Zentrum in Frankfurt an der Oder gehören, zu denen, die trotz dieser geopolitischen Regression an die Vernetzung, an die Wissensvermittlung und auch an die Kraft der Vernunft glauben. Ich bin auch dankbar, dass Sie als BBAW das junge Netzwerk TransEurope mit unserer Sonderförderung mit Forschenden aus ganz Europa aufbauen. Denn auch diesen jungen Menschen aus Politik, aus Kunst, aus Wissenschaft geht es um Wissensvermittlung on the ground. Und auf Ihre erste Konferenz Reclaiming Europe bin ich schon sehr gespannt. Denn Europa nicht denen zu überlassen, die die Unterschiede betonen, sondern unsere Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und unsere Verbindung zu stärken, das halte ich für die richtige Antwort auf diesen Krieg. Und das ist für mich Wandel durch Aufklärung. Meine Damen und Herren, der Streit um die Deutungshoheit, die Sehnsucht nach Eindeutigkeit, der Wunsch nach Sündenböcken,
All das ist uns nicht neu, das ist die uralte Angst vor dem Verlust des Vertrauten. Was aber neu ist, das sind die Technologien der Öffentlichkeit. Global verfügbare Informationen in Echtzeit, radikal vielfältige Perspektiven, Fakten ununterscheidbar neben Fiktion, das überfordert, das verunsichert, das ist unbequem. Aufklärung, daraufhin hat Frau Döring schon hingewiesen, Aufklärung ist eben kein Zustand, sondern ein permanenter Prozess, eine andauernde Aufgabe. Aber Menschen brauchen Hoffnung, Menschen brauchen Ziele und Menschen brauchen Visionen, damit sie den Mut und die Energie aufbringen, sich dieser Aufgabe auch zu stellen. Und ich glaube, wir entkommen dieser aktuellen Angst- und Krisenrhetorik nur durch positivere Gegenerzählung, mehr Ideale, mehr Utopien, aber auch mehr Ehrlichkeit und Selbstkritik, wenn wir Aufklärung wirklich ernst nehmen wollen. Beim Reden über das kosmopolitische Ganze dürfen wir nämlich nicht die regionalen Eigenheiten und die Sorgen der Menschen aus dem Blick verlieren. Der Dialog der Wissenschaft mit der Öffentlichkeit darf in einer Demokratie nicht nur auf den Kreis der Eingeweihten, nicht nur auf den Kreis der Expertinnen und Experten beschränkt bleiben. Das Lokale mit dem Globalen zu verbinden, erscheint mir daher die Kunst der Stunde. Ich bin überzeugt, dass Wissenschaftskommunikation eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit ist, denn Aufklärung ist ja eben gerade nicht der private Gebrauch der Vernunft, sondern der öffentliche Gebrauch. Der Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, wie Sie ihn mit Ihren Veranstaltungen, wie Sie ihn mit Ihren Kooperationen, wie Sie ihn mit Ihren Projekten fördern, ja, das ist der richtige Weg, um die Vernunft öffentlich stark zu machen. Aber lieber Herr Markschies, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen so viel mehr davon. Wenn ich also eine Vision für die nächsten 30 Jahre skizzieren sollte, dann wünschte ich mir eine Akademie, die sich noch mehr öffnet, die noch mehr als ohnehin schon in die Fläche geht, deren Programm ein noch breiteres, ein noch jüngeres Publikum anspricht, eine Akademie, die noch interdisziplinärer ist und die die Technologien 2.0 nutzt, um im 21. Jahrhundert endlich die Aufklärung 1.0 gerecht zu werden. Vielleicht steht dann in 30 Jahren wieder ein Namenswandel an, der ihr Erbe fortschreibt und zugleich neue Wege geht. Vielleicht wird dann aus der BBAW die RKAW, die Regional-Kosmopolitische Akademie der Wissenschaften. Die Welt jedenfalls, die Welt, in der sie angesiedelt ist, stelle ich mir aus heutiger Perspektive als eine bestmögliche vor. Haben Sie herzlichen Dank. Es ist schlechterdings beglückend, liebe Frau Döring, liebe Frau Ciborra, liebe Frau Schüle, es ist schlechterdings beglückend, wenn man nicht nur begrüßt wird, sondern etwas zu denken bekommt. Und wenn man nicht nur ein Grußwort hört, sondern einen Beitrag zum Thema Wandel durch Aufklärung. Ich spreche, glaube ich, in unser aller Namen. Sie haben uns Denkaufgaben gegeben. Das ist das Beste, was überhaupt passieren kann. Vielen, vielen Dank. Wie Senatorin Ina Ciborra schon gesagt hat, wir zeichnen aus. Wir zeichnen aus mit der Leibniz-Medaille, die wir seit 1907 vergeben. James Simon, der berühmte Mäzen, war der erste Träger der Leibniz-Medaille. Und heute ist Träger der Leibniz-Medaille des Jahres 2023 Björn Wittrock. Wir vergeben die Leibniz-Medaille als Anerkennung für Verdienste um die Förderung der Wissenschaften und als Anerkennung für wissenschaftliche Leistungen, die von Personen und Personengruppen außerhalb ihrer Profession erbracht wurden. Björn Wittrock ehren wir, Björn Wittrock aus Uppsala in Schweden, für seine jahrzehntelangen herausragenden Verdienste um die Förderung verschiedenster Wissenschaftsdisziplinen in seiner Heimat,
in Deutschland und überhaupt in Europa und über Europa hinaus. Zugleich ehren wir mit Björn Wittrock eine Person, die ihr eigenes Fach, die Soziologie, gewiss auch inhaltlich und organisatorisch geprägt hat, aber unter Einschluss der Naturwissenschaften auch mit dieser Disziplin und von ihr heraus Wissenschaftslandschaften geformt hat. Das will ich Ihnen ganz kurz begründen. Björn Wittrock wurde promoviert an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Stockholm und hat dort und an der traditionsreichen Universität Uppsala Lehrstühle für Regierungslehre bekleidet. Den internationalen Ruf erwarb er sich als Soziologe an einer Schnittstelle von Soziologie, Geschichte und Philosophie. Wenn Sie die Cambridge World History aufschlagen oder wissen wollen, was die Achsenzeit ist, dann lesen Sie zentrale Beiträge des Soziologen Björn Wittrock in solchen historiografischen Standardwerken. So bedeutend also das wissenschaftliche Werk von Björn Wittrock ist, so war für die Auszeichnung mit der Leibniz-Medaille jedoch sein Verdienst um die Organisation und Förderung einer international ausgerichteten und historisch fundierten Sozialwissenschaft im Verbund mit anderen Disziplinen einschlägig. Sehr früh haben sich beim Stockholmer und Uppsalenser Professor drei Dimensionen seines wissenschaftlichen Wirkens und seines wissenschaftsorganisatorischen Wirkens abgezeichnet. Der internationale, den globalen Süden schon einbeziehende Horizont, auch schon zu einer Zeit, als noch nicht viele vom globalen Süden redeten. Die konsequente Förderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in frühen Karrierestufen, als viele noch paternalistisch vom Nachwuchs sprachen, und das Vergnügen daran, das institutionell gestaltet werden zu lassen. Im Swedish Collegium for Advanced Study in Uppsala, das Björn Wittrock 1985 mitbegründete und als Gründungsdirektor, Leiter und Permanent Fellow zu einem der weltweit führenden Institutes for Advanced Study formte. Das wird David Nirenberg, der Leiter des Instituts in Princeton, vermutlich auch so sehen. Und wenn nicht, diskutieren wir das nachher auf dem Podium. Aber, und das ist charakteristisch für Björn Wittrock, er hat auch einen Verbund internationaler Institutes for Advanced Study gegründet unter dem wunderschönen Titel Some Institutes for Advanced Study. Nicht alle, sondern die, die da hineingehören. Some Institutes for Advanced Study und ein weiteres Netzwerk der Institute. Große Verdienste hat er sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion um die Reorganisation der sozial- und geisteswissenschaftlichen Forschung in Osteuropa erworben. Und schon deswegen passt es wunderbar auf den heutigen Tag, wenn wir auch als Kind dieser großen europäischen Reorganisationsbewegung, darüber haben wir am Mittwoch gesprochen, einen der Väter dieser europäischen Reorganisation nach der Wiedervereinigung und dem Zusammenbruch der Sowjetunion ehren und auszeichnen. Ich könnte jetzt noch viele solcher organisatorischer Gründungen nennen. Ich könnte Ehrungen nennen. Ich könnte sein Engagement im European Research Council, im Komitee für die Verleihung des Holberg-Preises, eines Art Nobelpreises für die Geisteswissenschaften nennen. Aber ich sollte unbedingt noch erwähnen, wie Björn Wittrock auch hier geschätzt ist als Organisator und Berater. Er berät das vom BMBF geförderte und in Ghana angesiedelte Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Study. Er wirkt im Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialgeschichtliche Studien in Erfurt und im vom Lande Berlin geförderten Forum Transregionale Studien. Alle drei unserer begrüßenden Politikerinnen haben in der einen oder anderen Weise mit Björn Wittrock zu tun und werden von ihm beraten.
Björn Wittrock ist vielfältig geehrt worden, aber lieber Björn Wittrock, ich hoffe, dass Sie sich besonders geehrt fühlen, wenn ich Ihnen jetzt die Leibniz-Medaille der Berlin-Brandenburgischen Akademie überreiche. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, vormals Preußische Akademie der Wissenschaften, verleiht Björn Wittrock in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Förderung der Wissenschaften die Leibniz-Medaille. Berlin, 17. Juni 2023, und das ist die Leibniz-Medaille. Lieber Björn Wittrock, es ist mir eine Freude. Sehr verehrter Herr Akademiepräsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Damen und Herren. Zuerst möchte ich mir natürlich meine tiefste Dankbarkeit gegenüber der Akademie aussprechen. Es ist eine einmalige Ehre und zur selben Zeit eine tiefe Freude, die für mich überraschende, ja zum Teil fast erschütternde Einladung zu dieser Zeremonie bekommen haben. Ich bin wirklich tief gerührt von den Worten von dem Akademiepräsidenten und ich könnte mich nicht nur in Worten genau ausdrücken. Also das müsste sich wirklich in meiner eigenen wissenschaftlichen Wirksamkeit zeigen, wie tief diese Dankbarkeit sei. Ich werde ein paar Worte über die wissenschaftliche Entwicklung der historisch ausgerichteten Sozialwissenschaften sagen. In den letzten drei Jahrzehnten haben sich die historisch orientierte Sozialwissenschaft in entscheidender Weise weiterentwickelt. Erstens ist die Kenntnis über die Geschichte der Sozialwissenschaften, insbesondere über die Früh- und Vorgeschichte dieser Wissenschaften, erweitert und vertieft worden. Das verdenken wir zum großen Teil Arbeitsvorhaben, die am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte durchgeführt worden sind. Auch Gruppen außerhalb dieses Instituts, nicht zuletzt Wissenschaftler, die sich mit der vordisziplinären Geschichte der Wirtschaftswissenschaften und der soziologischen Forschung befassen, haben auch wichtige Beiträge geleistet. Selber habe ich mich in bescheidener Weise für dieses Feld interessiert, darunter auch als Herausgeber eines Sammelbandes zum Thema Entwicklung der sozialwissenschaftlichen Begriffsgeschichte in der Periode 1750 bis 1850. Zweitens ist es in diesem Zeitraum die Perspektive länger geworden in der Forschung über Prozesse transformativer Veränderungen, soziale und kulturelle Bedingungen. Ein Ansatzpunkt für diese Entwicklung war die Idee oder eben die kühne Hypothese, die schon Mitte des vorigen Jahrhunderts von dem Philosophen und Psychologen Karl Jaspers vorgeschlagen worden war und die eine nicht eurozentrische Auffassung von, um den Titel seines viel besprochenen, aber auch kritisierten Buches zu erwähnen, Ursprung und Ziel der Geschichte. Es sei kaum zu wundern, dass ein Buch mit diesem Titel wenig Interesse unter den Vertretern der damals stark behavioristischen Strömungen in manchen Sozialwissenschaften erweckt hat. Das geschah erst ein Vierteljahrhundert später mit der Veröffentlichung von einem Sonderheft der Zeitschrift Daedalus, das heißt der Zeitschrift der Amerikanischen Akademie der Geistes- und Naturwissenschaften, zum Thema Wisdom, Revelation and Doubt in the First Millennium BC. Der Herausgeber dieses Heftes war Benjamin Schwarz, Professor der Sinologie an der Universität Harvard. Der Pionier jedoch
eine empirisch ausgerichtete Forschung in der Form eines Projektes mit Mitgliedern aus einer Reihe von Geisteswissenschaften war nicht schwarz, sondern, wie auch Jürgen Habermas in seinem späten Großwerk auch eine Geschichte der Philosophie unterstreicht, Martin Bubers Schüler und Nachfolger Schmuel Noah Eisenstadt. Eisenstadt betrieb den ersten Teil dieser Arbeit, in dem auch der eben von dem Präsidenten erwähnten Althistoriker Christian Mayer teilgenommen hat, in enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Soziologen Wolfgang Schluchter. In der ersten Hälfte der 90er Jahre wurde ich als dritter Partner einbezogen und das schwedische Wissenschaftskolleg hat sich um die Weiter- und Durchführung dieses Projektes bemüht. Das Ergebnis war unter anderem zwei Sonderhefte von Daedalus über die früheste Geschichte der Modernität sowie über ihre Vielfalt, eine Reihe von anderen Publikationen, vornehmlich vielleicht ein großer Sammelband, herausgegeben von Johan Arnason, Schmuel Eisenstadt und mir mit dem Titel Zivilisationen, axiale Zivilisationen, Weltgeschichte könnten erwähnt werden. Später habe ich mich darum bemüht, in Zusammenarbeit mit anderen Geisteswissenschaftlern, darunter Sinologen, Japanologen, Medievisten und Sanskritisten, zu prüfen, ob eine mehr weitgreifende Artikulierung der Geschichte im 11. bis 13. Jahrhundert ausarbeiten werden könnte, die die Entwicklung in Europa in sinnvoller Weise und unter dem Gesichtspunkt analoge Entwicklung in anderen Teilen der alten Welt vorgeschlagen werden könnte. Damit könnte vielleicht auch, und jetzt wiederhole ich Thesen, die schon früher von der Frau Ministerin vorgeschlagen worden sind, damit könnte auch Alternativen untersucht werden zu das, was eine vorherrschende Auffassung bezeichnet werden könnte, nämlich die, dass in diesen Jahrhunderten eine einmalige Konstellation von gesellschaftlichem und kulturellem Pluralismus gerade in Europa entstanden ist, die eine grundlegende Bedingung für die später erfolgreiche, aber auch problematische Entwicklung Europas darstelle. In mehreren Veröffentlichungen, darunter ein Trippelheft der Zeitschrift Medieval Encounters, die auch als Buch veröffentlicht worden ist, unter dem Titel Eurasian Transformations, 10th to 13th Centuries, Crystallization, Divergences, Renaissances, ist diese Thematik von mehreren Kollegen weiter analysiert worden. Natürlich ist der Erfolg eines solchen Vorhabens davon abhängig, dass es Institute in Europa sowie in anderen Teilen der Welt gibt, die nicht nur die politische und soziale Geschichte, aber auch die Wissenschaftsgeschichte aufarbeitet und gemeinsam eine wissenschaftliche Arbeit betreiben. Die Rolle der auch früher erwähnten Reihe von Maria Sibylla Merian Institute spielen dabei eine wichtige Rolle. Heute gibt, ich möchte auch erwähnen, drittens, dass nach den langen Auseinandersetzungen zwischen naturalistischen und nicht-naturalistischen Sozialtheorien in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die oft besonders heftig waren, schien bei der Jahrhundertwende vielversprechende Möglichkeiten von Verbindungen und Neuformulierungen entstanden zu haben. Ich denke hier zum Beispiel an die überraschende, aber nicht zu verneinende Parallelität in struktureller Hinsicht zwischen zum Beispiel Quentin Skinners Analyse von ideengeschichtlichen Veränderungen mit die Entwicklung innerhalb der sogenannten analytischen Soziologie mit Vertretern wie Jon Elster und besonders Peter Hedström als ein Beispiel dafür. Heute jedoch gibt es auch starke Beiträge zur Handlungstheorie von der Seite der kognitiven Wissenschaften, die letztendlich zu einer Stärkung der naturalistischen Strömungen in den Sozialwissenschaften zu führen scheinen. Das müsste weiter diskutiert werden. Genauso wichtig sei eine Diskussion darüber zu fördern, wie die Handlungsimplikationen der Theorien über den anthropozänen Zeitalter aussehen könnten.
Jedenfalls in einigen Formulierungen scheint es, dass geisteswissenschaftliche und naturalistische Annahmen sich in komplizierter Weise überschneiden und verflechten, aber auch manchmal in antinomistischer Weise auftreten. Diese Beispiele sind erwähnt worden, um anzudeuten, dass eine historisch ausgerichtete Sozialwissenschaft einige Relevanz jedenfalls haben könnte für unser Verständnis von Prozessen des Wandelns auch in der Gegenwart. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.
Die Gäste aufs Podium bitten. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen und kommen Sie hoch. Wie Sie, glaube ich, deutlich bemerken können, ich bin nicht Julia Fischer. Aber wenn man einen zweiten roten Streifen auf seinem Testkit hat, Julia Fischer ist furchtbar traurig, lässt sie alle ganz herzlich grüßen und manchmal kehren sich Verhältnisse um. Jetzt bin ich der Vize von Julia Fischer und freue mich sehr, wie wir hier auf dem Podium sitzen. Wir werden uns jetzt eine reichliche halbe Stunde unterhalten und ich beginne meine Fragerunde mit Dorothea Wagner. Dorothea Wagner war bis vor kurzem Vorsitzende des Wissenschaftsrates. Ich stelle kurz vor, weil Sie die allermeisten bestens kennen, ist am Karlsruher Institut für Technologie, war aber auch mal in Berlin an der Technischen Universität, ist Professorin für technische Informatik und wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und meine Frage hängt natürlich mit dem Wissenschaftsrat zusammen. In einem Dokument des Wissenschaftsrats zu den Folgen der Corona-Pandemie für das Wissenschaftssystem gibt es eine schöne Fußnote. Und da steht, man könnte ja eigentlich mal die Stellung der Akademien im deutschen Wissenschaftssystem evaluieren. Und jetzt ahnen Sie meine ganz freche Frage. Könnten Sie diese Evaluierung mal kurz durchführen? Könnten Sie uns sagen, wie sich nach einer langjährigen Arbeit im Zusammenhang des Wissenschaftsrats die Akademienlandschaft im Zusammenhang des deutschen Wissenschaftssystems darstellt? Ich weiß, dass das eine sehr große Frage ist, aber Sie haben auch etwas Zeit, darauf zu antworten. Ja, ich fürchte, dass ich diese große Frage auch nicht in dieser Gesamtheit beantworten kann. Wenn der Wissenschaftsrat die Akademien evaluieren würde, das wissen Sie auch, dann könnten Sie erwarten, dass Sie eine sehr fundierte, sehr sorgfältig ausgearbeitete Evaluation und ein Evaluationsergebnis bekämen. Das kann man nicht so aus dem Stand. Und ich alleine, trotz 8 Jahre Erfahrung im Wissenschaftsrat, 3 Jahre als Vorsitzende, immerhin wäre da auch nicht zu in der Lage. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, lieber Herr Markschies, und vor allem mir die Gelegenheit geben, als Freundin einen kritischen Blick auf die Berlin-Brandenburgische Akademie zu werfen. Sie wissen aus vielen Gesprächen, dass ich die Arbeit der Akademie sehr schätze. Und trotzdem werde ich einen kleinen Stachel platzieren. Das wäre vielleicht ein Unterunterkapitel in der Evaluation des Wissenschaftsrates der Akademie, ich weiß es nicht. Ich habe unlängst ein Interview mit der designierten Leiterin des Gropius-Baus, Jenny Schlenska, gelesen, in dem ein Zitat mich erinnerte an Diskussionen in der Exzellenzstrategie. Sie sagte vor dem Hintergrund ihres bisherigen
Ort, in dem sie tätig war, New York. In Berlin würde schon anders miteinander gesprochen. Und unter anderem würde sie hier öfter hören, Diversität ist schon wichtig, aber andere Dinge sind wichtiger. Und ich denke, davon sollte man sich ein Stück weit verabschieden hier in Deutschland. Ich will nur exemplarisch anmerken, ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat Migrationshintergrund. Die Wiederwahl des türkischen Ministerpräsidenten zeigt, wie Erfahrungen der Ausgrenzung sich in Wahlverhalten niederschlagen. Nun, was bedeutet das für Universitäten und Akademien? Wir haben sicher noch einen langen Weg vor uns, was diese Thematik der Diversität in der Wissenschaft angeht und gerade Diversität im Zusammenhang mit Exzellenz. Das betrifft, wenn wir auf die Akademien schauen, das Zuwahlprinzip. Und ich traue mich, hier dieses Thema auch vorzubringen, weil Sie selber vor 5 Jahren in einem wissenschaftspolitischen Denkanstoß sogar als Überschrift die Frage gewählt haben, einfach die Besten zuwählen. Ich weiß, Sie haben damals auf das Diktum von Hubert Markel referenziert, Erstklassige wählen Erstklassige, Zweitklassige wählen Drittklassige. Aber ich denke, eine intensive Befassung mit Auswahlkriterien wäre wichtig und hier könnte die BBAW eine Vorreiterrolle übernehmen. Also es geht um diesen Bias, den wir alle mit uns herumschleppen im akademischen Alltag. Und sich mit diesem Thema zu befassen, das ist kein Selbstläufer, das kann ich auch aus den Diskussionen im internationalen Expertengremium der Exzellenzstrategie berichten. Also ein Konzept der Diversität in der Wissenschaft für das deutsche Wissenschaftssystem, das muss erst erarbeitet werden. Wir können da nur begrenzt auf Vorarbeiten aus dem angloamerikanischen Raum zurückgreifen. Und angesichts dieser komplexen Gemengelage von Auswahlkriterien oder Kriterien für Divergenz reicht es auch nicht, auf Empirie zu schauen, zumal wir die empirischen Daten, die man bräuchte, auch nicht haben. Die Universitäten sind teilweise schon auf dem Weg, gerade Universitäten, die innerhalb der Exzellenzstrategie etwas erreichen wollen oder etwas bleiben wollen, die sind schon auf dem Weg und ich denke, die BBAW als Hauptstadtakademie mit ihrer Nähe zur Berliner University Alliance, mit ihrer Nähe zum Humboldt-Forum in einer Stadt, die geradezu geprägt ist durch die Vielfalt und Diversität ihrer Einwohner. Und jetzt kommt eben die Hausaufgabe, wäre doch der richtige Ort, sich mit dem Konzept der Diversität für die Wissenschaft zu befassen, gern auch im Kontext der Zuwahlkriterien, aber noch viel lieber wirklich darüber hinaus als Beitrag für die Diversitätsthematik im deutschen Wissenschaftssystem. Danke. Lieber Herr Müller-Jung, Sie verantworten diesen wunderbaren Teil der FAZ, auf den wir immer schon dienstags, wenn er im Internet zugänglich ist, so ab 8 Uhr draufschauen und ganz gespannt gucken, was in Natur und Wissenschaft steht. Sie sind Biologe von der Ausbildung her, haben sich aber auch mit den Urwäldern Madagaskars beschäftigt und sind von der Kölnischen Rundschau dann an die FAZ und in dieses wunderbare Ressort gekommen. Wenn Sie an Ihrem Schreibtisch und vor Ihrem Computer sitzen und die Mittwochsseite zusammenbauen, welche Rolle spielt Akademie der Wissenschaften und welche Rolle sollte sie spielen? Was wünschen Sie sich von uns und was raten Sie? Ja, Herr Professor Markus, die Akademien in den Zeitungen. Das ist ein eigenes Thema. Ich habe nämlich recherchiert
und habe Ihnen den Gefallen getan, mal in unser Archiv einzusteigen, sehr tief einzusteigen. Wir haben ein sehr großes Archiv. Und ich war einigermaßen auch ja, perplex, um es vorsichtig zu sagen, angesichts der Rolle, die den Akademien zukommen sollte. Und Sie haben, wir haben heute schon gehört, Hubert Markl, Sie haben Hubert Markl auch, ja auch in dem aktuellen Jahresmagazin porträtiert. Und da geht auch auf diese wichtige, diese eminente Rolle des Mittlers, nämlich eines autoritativen Mittlers ein. Und da habe ich eigentlich vermutet, ich habe es geahnt, aber ich habe es dann auch bestätigt bekommen, die Akademien spielen nicht die herausragende Rolle, die sie eigentlich spielen müssten. Und zwar meiner Meinung nach auch spielen müssten. Ich bin ein Freund der Akademien, muss ich sagen, der Akademien, weil ich nämlich im Sinne von Herrn Markl es auch genauso sehe, die Rolle, die eben sich auf den akademischen Betrieb, auf das Streben und die Erkenntnis von Wahrheit natürlich in erster Linie bezieht, Spitzenforschung und Spitzenforscher auch auszuzeichnen, Spitzenforschung zu versammeln, aber eben auch diese ja, sehr wichtige und gesellschaftlich nicht zu unterschätzende, ich würde deswegen auch sagen, das wäre gewissermaßen mein Eindruck, den ich vermitteln würde, nicht als Ratschlag, sondern als Beobachtung, der ich ja, für die ich ja zuständig bin, mitteilen würde. Es ist einfach heutzutage und in den nächsten 10 und wahrscheinlich auch 20 oder 50 Jahren eine ganz wichtige Rolle, gegen Desinformation aktiver zu werden. Und zwar nicht nur von Seiten der Wissenschaft insgesamt, sondern eben auch von Seiten der Akademien. Und da liegt eine ihrer ganz wichtigen Funktionen. Und wer, wenn nicht der Akademien, könnte diese, ja, diese Spitzenforschung zur Verfügung stellen, auch im Kreise unterschiedlicher Disziplinen, auch ganz wichtig, eine Erfahrung aus der Pandemie, die man machen musste, die man gemacht hat auch bei Akademien, dass man hier zusammenarbeitet und dann eben im Sinne Kants und im Sinne der Aufklärung eben auch aus dieser Unmündigkeit vieler, das muss man einfach leider mitteilen, vieler eben herauszutreten hilft. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eins der noch am politisch am meisten unterschätzten Phänomene. Es ist jetzt klar geworden in der Pandemie, aber wir beschäftigen uns damit mehr, leider Gottes, in den Wissenschaftsredaktionen als mit den Akademien. Deswegen muss die Akademie hier auch aktiv werden. Also im Sinne dieser Probleme, die auf uns zukommen, und ich will gar nicht den Pessimismus verbreiten, es ist richtig, in dem Zusammenhang wird immer von Pessimismus gesprochen, es wird schlechter gemacht, als es ist, die Situation. Ich glaube nicht, dass es schlechter gemacht wird. Es ist ähnlich wie beim Klimaschutz. Meine Damen und Herren, ich glaube, Klimaschutz, ich habe es von Anfang an verfolgt, bin eben seit Mitte der 90er auch schon bei der FAZ und habe mich davor schon damit beschäftigt. Das ist eben kein Thema von heute, auch keins von gestern, sondern eins von vorgestern und ein historisches Thema. Und so ist es auch mit den Falschinformationen. Wir erleben ja jetzt gerade, dass dieses Thema Desinformation in der Politik, dort, wo Entscheidungen getroffen werden, eben wirklich lähmend sind. Und ich nenne nur 2, 3 Zahlen, und ich bin Wissenschaftsredakteur, deswegen erlauben Sie mir noch, Herr Marksches, dass ich die noch nenne. Einfach Zahlen, weil wir nach Suchen quasi und solche Zahlen ja auch verwenden und verbreiten, mit begrenztem Erfolg wohlgemerkt. Aber ich glaube, man muss sie auch gerne, man muss sie immer wieder verwenden. Es gibt Studien, es gibt viele Studien, aber es gibt eine herausragende Studie, finde ich, vom MIT, weil das Problem in Amerika auch sehr weit verbreitet ist, aber eben auch ein internationales ist, dass eben sich Falschnachrichten, und damit meine ich nicht Irrtümer, und damit meine ich nicht einfach nur Falschnachrichten, sondern in der manipulativen Absicht verbreitete Nachrichten über wissenschaftlich relevante Themen, aber auch über politische Themen, 6-mal schneller sich verbreiten. Jetzt muss man einschränkend sagen, das ist gemessen an der Plattform Twitter, die in Amerika sehr viel intensiver genutzt wird als bei uns, aber eben bei uns auch eine Rolle spielt. Gerade unter uns Journalisten, Politikern spielt sie eine wichtige Rolle. 6-mal weiter verbreitet und 100-mal mehr Menschen erreichen. Also Falschnachrichten erreichen 600-mal mehr Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Falschnachricht über den Klimawandel verbreitet wird, geteilt wird, ist
70% höher als die einer korrekten Nachricht. Also bei aller Liebe natürlich zur Wissenschaft und zur Wahrheit muss man das in Rechnung stellen. Die medialen Realitäten stehen ein bisschen auch im Moment und in medialen Entwicklungen, die ja nicht aufhören, die weitergehen, die stehen ein bisschen gegen die Wissenschaft. Aber da ist die Wissenschaft, Akademie als Institution eben, finde ich, mehr denn je gefordert. Julika Griem ist Anglistin an der Universität Frankfurt, beschäftigt sich zum Beispiel mit Erzähltheorie, ist Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und leitet das Kulturwissenschaftliche Institut Essen. Und von da aus würde ich gern meine Frage stellen. Auf den ersten Blick könnte es ja so aussehen, als ob so ein kulturwissenschaftliches Institut Essen wie eine beschleunigte Akademie ist. Man kriegt schneller Fellows, die Fellows sind freigekauft aus dem akademischen Alltag ihrer Universitäten und gehen nach einer Weile auch wieder. Und man kann neue kluge Fellows holen. Also ist sozusagen so ein kulturwissenschaftliches Institut Essen die modernitätsangemessen beschleunigte Akademie der Wissenschaften. Wie sieht das aus Essener Perspektive aus, wenn man auf Berlin schaut? Vielen Dank erstmal für die Einladung, Herr Markschies, und für diese Steilvorlage. Das hatte ich mir auch auf meinem Zettel notiert. Es gibt, wenn man nach dem systemischen Ort der Akademien im deutschen Wissenschaftssystem sucht, Frau Wagner hatte das angesprochen, erstaunlich wenig zeitgemäße Analysen. Der Wissenschaftsrat müsste sich aus meiner Sicht dringend damit befassen. Interessanterweise gibt es ein sehr gutes, relativ neues Papier, das ist eine Bestandsaufnahme der Institutes for Advanced Study und der sich sehr dynamisch verändernden Landschaft in Deutschland liefert. Ja, also hier gibt es eine Leerstelle. Ich würde jetzt sagen, wenn wir das so formulieren, operieren wir von Beginn an mit einer interessanten Konkurrenzsituation. Und es ist die Frage, ob die vorliegt. Aus meiner Perspektive der Leitung eines sehr kleinen, sehr bescheiden ausgestatteten IAS im Ruhrgebiet, wo man auch etwas anders noch arbeitet als in Berlin. Ich sage nur, siedeln Sie mal ein exzellentes Residenzprogramm in Essen an, Stichwort Innenstadt Essen, und siedeln Sie das in Hamburg, Berlin, München oder Heidelberg an. Ja, das sind so die alltäglichen Probleme, mit denen man dann in der institutionellen Laubsägearbeit vor Ort zu tun hat. Ich glaube aber nach wie vor, weil das KWI in Essen ohnehin den Charakter einer kreativen Jugendherberge sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir in einer Zeit des sich dramatisch ändernden Sozialgefüges Wissenschaft einige Wettbewerbsvorteile haben. Wir können die Mischung im Maschinenraum, die wir ja alle wollen, Stichwort nicht nur kulturelle Diversität, sondern auch Generationenmixes, durch die anderen Organisationsprinzipien sehr viel schneller herstellen. Ich werde jetzt als Leiterin eines IAS so ein bisschen nervös, wenn ich lese, ich habe es an verschiedenen Stellen gelesen, dass die Akademien dringend Residenzprogramme brauchen, die Ressourcen fressen werden, die eigentlich die IAS in Deutschland auch weiterhin brauchen, um ihre Residenzprogramme zu stabilisieren. Wir wissen alle, dass die Mittel begrenzt sind. Wenn wir jetzt hier anfangen, uns auch noch gegenseitig zu kannibalisieren, dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Ich weiß ja, Herr Markschies, dass Sie mich, glaube ich, nicht als eine glühende Verfechterin des Akademienprinzips eingeladen haben. Und ich versuche immer gern, Ihren Erwartungen gerecht zu werden. Weil es wenig aktuelle Analysen zur Akademie als Institutionentypus gibt, ist mir die folgende etwas rüde Hypothese eingefallen. Es gibt an der ETH Zürich ein ganzes Team, das sich damit befasst, die lebensgeschichtliche Zumutung des Emeritiertwerdens rechtzeitig und umfassend vorzubereiten. Sie nennen das Offboarding. Onboarding. Und es gibt Offboarding. Das hat mir die Vizepräsidentin der ETH erzählt. Deutsche Universitäten haben überhaupt keine Mittel für solche Einheiten.
Und dann ist mir eingefallen, als ich heute Nacht darüber nachgedacht habe, und jetzt werde ich zugespitzt, das brauchen wir auch gar nicht, denn wir haben ja die Akademien. Nochmal zugespitzter gesagt, wenn ich mich nach der Systemstelle der Akademie, und ich komme gleich noch positiver auf Berlin-Brandenburg zu sprechen, frage, dann ist die Akademie so etwas als Institutionentypus wie das Augustinum des deutschen Wissenschaftssystems, mit dem Unterschied, dass ich in einem Augustinum mehr Frauen finde. So, und jetzt höre ich auf mit der vormittäglichen Polemik und komme noch ganz schnell zu dem, was ich natürlich auch bewundere hier vor Ort. Und das ist der erste von drei Punkten, an denen sich ja die Akademien längst aufgemacht haben, sich zu verändern. Und das ist natürlich das Prinzip junger Akademie. Ja, die BBAW, junge Akademie, die interessanterweise nicht hier unter uns sitzt, ist großartig, weil sie, ich meine hier oben auf der Bühne, ist großartig, weil sie sich, glaube ich, so stark von der Tradition der Akademie emanzipiert hat, dass sie eine Einheit ist, bei der ich sofort immer nachlege, wenn ihre Papiere, die mit beträchtlicher konzeptioneller und strategischer Ambition verfasst sind, vorliegen. Da lese ich sofort nach. Hier klappt das ganz großartig. Es ist schwieriger, glaube ich, wenn die junge Akademie so eine Art legitimatorische Krabbelgruppe wird. Ja, man hat ein Schrebergärtchen für die Jungen und da dürfen sie Dinge tun. Das reicht, glaube ich, nicht. Die Jungen müssen überall mitmischen, sie müssen stören oder sie müssen auch von uns gestört werden. Ne? Also größtmögliche Mischung, Melange, kreatives Durcheinander muss, glaube ich, auf sozialer Ebene unbedingt der Fall sein. Die nächsten beiden Punkte, die ich noch kurz ansprechen wollte, weil wir vielleicht später auch dazu noch kommen, zwei weitere Antworten, die ich viel gefunden habe bei dieser Frage, wie stellen wir uns der Gegenwart und die Zukunft, ist Wissenschaftskommunikation, ja, wurde jetzt schon sehr häufig gesagt. Dazu könnten wir einen ganzen Tag verbringen und da würde ich nur davor warnen, dass allein die Beschwörung der Macht von Wissenschaftskommunikation die gravierenden Verteilungs- und Anerkennungskonflikte auch unserer Gesellschaft nicht lösen wird. Ja, man kann das alles machen, wir müssen es tun. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Und das ist ziemlich kompliziert, weil es zwar Forschung dazu gibt, aber weil die Forschung auch erst aufgebaut wird. Die dritte Antwort ist Politikberatung. Sollen die Akademien stärker in die Politikberatung einsteigen? Ja, ich glaube, viele von uns würden sagen, wir machen es schon. Es müsste auch noch weiterhin forciert werden. Dafür robuste, belastbare Strukturen in einem Spannungsverhältnis zu etablieren, in dem sich die Politik aus meiner Sicht immer stärker darauf kapriziert, ihre politischen Entscheidungen zu verwissenschaftlichen, damit man sich dann die Expertise liefern lassen kann, ist ein ziemlich hartes Geschäft. Ja, also da müssten wir uns auch noch mal fragen, auch mit Blick auf andere Länder, was sind denn die bestkonstruiertesten Einrichtungen mit Blick auf ihre Governance und wie anderes, die Politikberatung auf höchstem Niveau machen. Ein paar Ideen dafür habe ich noch, aber jetzt höre ich erst mal auf. Heinz Fassmann ist nicht nur Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, sondern, darf ich das so sagen, ein Grenzgänger zwischen Wissenschaft, Wissenschaftsadministration und Politik. Sie waren österreichischer Wissenschaftsminister, Sie waren Vizerektor der Wiener Universität und Sie sind Professor für angewandte Geographie und Geoinformatik an der Wiener Universität. Die Wiener Akademie ist ja, so wie die Akademie der Wissenschaften der DDR, gleichzeitig auch eine Forschungsholding. Also sie hat Institute, Forschungsinstitute und ist nicht nur ein
Julika Griem hat das als Augustinum genannt. Jetzt müsste eigentlich, wenn wir das mal machen können, die große Schar von Frauen, die wir jetzt zugewählt haben, hinten auf dem Schirm erscheinen, von denen man nun ganz gewiss noch nicht sagen kann, dass sie ein Augustinum bilden. Aber jedenfalls, die Österreichische Akademie ist ganz anders strukturiert. Empfehlen Sie das auch der BBAW wieder? Also haben Sie den Eindruck, dass sozusagen Sie durch, Julika Griem hat ja erkennbare Probleme der klassischen Akademienlandschaft geschildert, haben Sie den Eindruck, die haben Sie dadurch schon überwunden oder man kann sie besser überwinden? Ja, danke schön für die Einladung zu kommen und dazu auch Stellung zu nehmen. Es war mir schon ein Bedürfnis zu sagen, Akademien sind sehr vielfältig institutionell verankert. Die Österreichische Akademie, sie heißt nicht Wien Akademie, sondern Österreichische Akademie, allein das signalisiert, sie hat eine systemische Funktion für die ganze Republik. Wir sind Forschungsträger, wir haben 26 Forschungsinstitute mit etwa 1800 Mitarbeitenden. Wir haben dabei etwa 2/3 sind naturwissenschaftliche Institute, 1/3 geistes- und sozialwissenschaftliche Institute, ein Jahresbudget oder ein Dreijahresbudget von etwa 450 Millionen von der öffentlichen Hand. Nicht eingerechnet sind dabei die Drittmittel, die eingeworben werden. Wir sind gleichzeitig ein Forschungsförderer mit speziellen Förderprogrammen, besonders für die jüngeren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, zum Teil aber auch Programmförderung. Also etwas, was unsere traditionelle Forschungsförderungsstruktur so nicht leistet. Und wir sind natürlich auch Gelehrtengesellschaft. 740 Mitglieder, korrespondierende Mitglieder, Inland, Ausland, wirkliche Mitglieder, junge Akademie haben wir auch. Und mir ist es ein tatsächlich immer großes Bedürfnis, die junge Akademie nicht nur als eine Alibi- und Legitimationsfunktion zu betrachten, sondern in den wissenschaftlichen Prozess hineinzubringen. Wo sehe ich die großen Vorteile einer Akademie im Vergleich auch zur Universität, die ich sehr gut kenne? Ich werde weiterhin loyal zu meiner Alma Mater sein. Die Akademien können sehr viel schneller sich neuen Themen zuwenden. Sie sind nicht an disziplinäre Strukturen gebunden oder an Strukturen von Fakultäten. Wenn wir sagen, wir machen ein interdisziplinäres Programm, welches dieses und jenes Institut zusammenbringt, dann können wir das relativ schnell tun. Das ist ein wirklicher Vorteil. Wir können auch neue Formen der Zusammenarbeit probieren, wie auch immer das heißt, Themenplattform und interinstitutionelle Zusammenarbeitsformen. Das geht alles schnell und leichter als auf den Universitäten. Auf der anderen Seite kooperieren wir mit den Universitäten im Sinne von Exzellenzförderung. Den qualifiziertesten Professoren und Professorinnen bieten wir zusätzliche Forschungsressourcen an. Oder wir machen auch gemeinsame Berufungen mit Universitäten. Also die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat daher eine systemische Funktion für die gesamte Forschungslandschaft in Österreich. Wo sehe ich den Nachteil der Akademien? Nämlich der Akademien, so wie ich sie auch meine, mehr als Gelehrtengesellschaft. Im Verteilungskampf sind wir schwächer. Die Universitäten können im Zweifelsfall ihre Studierenden begeistern, auf die Straße zu gehen. Wenn unsere Mitarbeiter auf die Straße gehen oder vielleicht einen Akademiestreik machen, dann würde das nicht sehr beeindruckend sein. Ich bin aber auf der anderen Seite sicher, liebe Frau Minister, liebe Frau Staatssekretärin, liebe Frau Senatorin, auf Lärm von der Straße reagieren Sie sowieso nicht, sondern nur auf der Rationalität der Argumentation, die Sie auch in Ihren beeindruckenden Grußworten so beschrieben haben. Also dahingehend alles Gute für die Akademie und auch für ihre Finanzierung. Und vielleicht kommen wir auf diese Punkte auch noch zu sprechen. Öffentlichkeitsarbeit, die Bedeutung. Ich schreibe als ehemaliger Politiker der Öffentlichkeitsarbeit eine enorme Bedeutung zu. Ich weiß, wie Politik reagiert, nämlich doch manchmal auf den Lärm der Straße
oder auf die Schlagzeile in einer Zeitung. Wenn wir das lesen, dann müssen wir was tun. Wenn Sie mir was sagen, sozusagen als Politikberater, naja, wieder einer, der was wollte. Das macht einen großen Unterschied aus. Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig. Und die Frage, wie eine qualitätsorientierte Öffentlichkeitsarbeit auch zu organisieren ist, ist ein eigenes Thema. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zu sprechen. David Nirenberg ist in Yale ausgebildeter Mittelalterhistoriker, hat lange an der University of Chicago gelehrt, hat, man kennt ihn beispielsweise über das wunderbare Antisemitismusbuch, das auch im Beck Verlag übersetzt worden ist, und manche andere Veröffentlichungen. Wenn man den Einstein Drive in Princeton herunterfährt und sieht das wunderbare Landhaus des Institutes for Advanced Study in Princeton vor sich, dessen Direktor David Nirenberg ist, dann fällt einem ja erst nach einer Weile auf, dass es da Seitenflügel gibt und in diesen Seitenflügel durchaus auch Projekte beheimatet sind und waren, die länger gedauert haben als ein Fellow-Jahrgang. Nicht wahr? Die Inschriften der Agora. Und ich werde nie vergessen, als ich in dieses Haus kam und mich an einen Tisch setzen wollte und interdisziplinär mich beim Mittagessen unterhalten wollte, sagte jemand zu mir: Die Historiker da hinten, hier sitzen die Biologen. Und dann bin ich zu dem Tisch gegangen, an dem Ihr Vorgänger allein saß, weil ich dachte, wir müssen das doch noch mal mit der Interdisziplinarität versuchen. Ist das Princetoner Institute etwas ganz Besonderes? Und was kann eine Akademie vom berühmten Princetoner Modell lernen? Ich bitte um die Gnade, auf Englisch zu antworten. Please, do so. Yeah. We talked about and yeah, you are cordially invited. Mein Deutsch ist nicht gut genug, auf Deutsch zu antworten. This is a great question. I want to say the Institute for Advanced Study is in many ways a child of the Prussian Academy. In the archives of the BBAW, there is a letter from Einstein to the Prussian Academy resigning his position from the ship that he then took to go to Princeton. So we are, in a sense, founded on the Academy's tradition, which is not to answer your question yet. But I would like to maybe answer your question in three ways, because I think the Institute needs to do things very similar to what the Academy needs to do. And looking back at Einstein is a way of thinking about what we need to do in the future. When Einstein left Germany, he left at a time of geopolitical fragmentation in which science was being divided eventually by war. It feels very much as if we are similarly in such a moment. And I think one role that the Institute has, well, I know a role the Institute has, is to serve as a place where researchers from all over the world can come together to pursue their questions. So you spoke of the Stichwort Freiheit. But one freedom has to be the freedom from borders, at least for science, for knowledge, for research. And I think academies face a difficult challenge there because they're very often national or locally focused. But without that kind of freedom, we impose upon ourselves very stark frontiers on the possibilities of knowledge. And the other one is disciplinarity, which you just referred to. It's true that the biologists, the physicists, the mathematicians, the social scientists, the historians sometimes guard their tables. But we're also increasingly aware that the kinds of questions that we're facing cannot be addressed by any discipline alone. And I think the Institute in the time of Einstein and Oppenheimer and von Neumann was very aware of that. So I use Oppenheimer's desk. That's the desk I have as director. Oppenheimer was someone who understood that the challenges of technology, the challenges that technology posed to the world in the time of, say, the atom bomb, or von Neumann's discovery of climate change, could only be addressed by bringing together multiple disciplines. Technology alone cannot confront the problems caused by technology. For that, we need all kinds of other disciplines, many of which are present in this house. And so I think the challenge for academies is not just to further Gründungsforschung in the disciplines,
but to bring together disciplines in new ways to address some of these questions, for example, the forms of sovereignty and democracy we need if we wish to address the challenges of technology. And finally, that takes me to the third frontier. People have spoken about science communication, and that's, of course, very important. But scientists, researchers, scholars are not alone in charge of deciding how their knowledge or what the implications of their knowledge for society are. And one role the academy can have, like the Institute for Advanced Study can have, is to bring together industry, scholars, politicians, and journalists, and many different registers of society, of civil society, to think together about the challenges we're facing, whether it be AI regulation or international climate law, or whether one country has the right to decide to put chemicals into the atmosphere to address climate warming. So I think these are some real challenges: interdisciplinarity, confronting the challenge of borders, and opening up from research to many other registers of our societies that an academy can do perhaps better than any other institution. Da Julia von Blumenthal, die Präsidentin der Humboldt-Universität, meine und unsere nächste Nachbarin ist und wir uns so viel unterhalten, dachte ich, es ist vielleicht vertretbar, wenn wir die Runde mit ihr abschließen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und ist nach Stationen unter anderem beispielsweise in Gießen an die Humboldt-Universität berufen worden, hat dort eine sehr große Fakultät geführt, ist dann Präsidentin der Viadrina in Frankfurt-Oder geworden und leitet jetzt seit letztem Jahr die Humboldt-Universität. Liebe Frau von Blumenthal, es ist ja häufig so, dass Akademien sich von Universitäten absetzen. Wir wählen die Besten aus den Universitäten und dann gibt es einige, die kriegen 900 Mark zusätzlich und fühlen sich auch wie 900 Mark zusätzlich. Ich wähle bewusst ein Beispiel aus der Vergangenheit. Die Frage ist ein bisschen, wenn man dieses Denken verlässt und das als eine Partnerschaft begreift und sagt, die sind aufeinander angewiesen. Wir können ohne das wunderbare kulturwissenschaftlich-materialwissenschaftliche Cluster der Humboldt-Universität mit unseren Materialien, Texten gar nicht richtig umgehen. Also wenn man das als einen lebendigen Austausch sieht, was raten Sie im Rahmen der Nachbarschaftshilfe? Da sind wir fast schon wieder beim Augustinum, also im Rahmen der Nachbarschaftshilfe der Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt. Ja, herzlichen Dank, Herr Markschies. Zunächst freue ich mich, dass ich diese Rolle zum 30. Geburtstag zu gratulieren und Dinge mit auf den Weg zu gehen, dass ich mich in dieser Rolle revanchieren kann. Denn Sie erinnern sich vielleicht noch, als ich in Frankfurt-Oder war, hatte ich zum 30. Geburtstag der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder Herrn Markschies eingeladen, der Viadrina sagte, sie sei in ihrer Besonderheit, mit ihrem besonderen Profil auf einem guten Weg. Und jetzt gucken wir mal, ob ich mit einer ähnlichen Grußbotschaft jetzt an Sie mich revanchieren kann. Sie haben gefragt nach der Nachbarschaft und ich glaube, dass das ein guter Begriff ist, den ich gerne aufgreifen würde, zusammen mit einem Stichwort, das Julika Griem auch genannt hat, sich nicht zusätzlich auf den gleichen Feldern Konkurrenz zu machen. Wir sind ja in einer Zeit, in der die Herausforderungen an das Wissenschaftssystem ständig wachsen. Das betrifft sowohl die Größe der Forschungsfragen, wir kennen sie alle, die multiplen Krisen, die nur interdisziplinär mit allen vereinten Kräften bearbeitbar sind. Wir bewegen uns in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem die Anforderungen an Wissenschaft nicht nur Öffentlichkeitsarbeit oder so etwas wie eine unidirektionale Wissenschaftskommunikation zu betreiben, sehr viel größer ist und eigentlich die Frage ist, wie ein echter Austausch mit der Wissenschaft stattfindet. Wir sind gleichzeitig in einer Situation, wo wir herausgefordert sind, das unglaubliche materielle Erbe zu bewahren und digital global zugänglich zu machen. Und wir machen das in einer Situation, wo um uns herum die Wissenschaftssysteme in Ländern, die Teil von Europa sind, unmittelbar in ihrer Existenz bedroht sind. Frau Manja Schüle, Ministerin Manja Schüle, hat auf die Idee des Ukraine-Zentrums angewiesen und auch da ist ja eine ganz gemeinsame Aufgabe, die zu bewältigen ist. Wir haben also unglaubliche Aufgaben und hier sitzen
zwei Ministerinnen, eine Staatssekretärin, die über nicht wachsende Haushalte verfügen werden. Selbst wenn sie nominal noch wachsen, werden sie real wachsen. Das heißt, die Ressourcen, mit denen wir arbeiten, werden nicht reicher. Und meine Senatorin spricht immer von der Konsolidierung. Und ich finde Konsolidierung eigentlich ein gutes Wort. Das heißt nämlich, dass wir uns überlegen, wo wir Errungenes sichern können und mit den begrenzten Ressourcen die notwendigen Aufgaben weiter betreiben. Und dann kommt man eben zu dem Punkt, Julika Griem hat es gesagt, sich Konkurrenz machen mit den gleichen Dingen, das können wir uns nicht leisten. Deswegen gibt es in Berlin eine Berlin University Alliance, in denen Universitäten, die sich in der schwesterlichen im schwesterlichen Wettstreit sehr zugetan waren, zusammenarbeiten. Und diese Universitätsallianz arbeitet auch zusammen mit den außeruniversitären Forschungsinstituten. Und da fand ich sehr interessant, was Sie gesagt haben über die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Manches davon hat sich für mich so angehört, als würden Sie auch eine Rolle teilweise wahrnehmen, die bei uns eigentlich bei außeruniversitären Forschungsinstituten liegt. Also ist auch da die Frage des Kopierens sozusagen mit sehr viel Augenmerk zu beachten, weil das eben hier in ein anderes System kommt. Ja, wenn man jetzt sich anschaut, was bleibt denn dann eigentlich für die Akademie, ist sie nur Augustinum-Offboarding-Einrichtung oder ist sie doch etwas mehr? Und im Sinne der Vielfalt der Perspektiven halte ich gerade die Akademie, wie Sie sie jetzt stärker formieren, in einer Akademie der erfahrenen, exzellenten WissenschaftlerInnen, die Sie ja in einer Freiheit zusammenbringen, was wir ehrlich gesagt in einer Universität mit ausgelasteten Studiengängen, Lehrverpflichtungsverordnung und Kapazitätsverordnung nicht können. Sie sind also in gewisser Weise ein luxuriöser Raum der Freiheit. Das verpflichtet, aber das ist, glaube ich, auch notwendig, denn ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass wir vor allem blicken auf die drängenden, akuten Krisen, Probleme und sich verengenden Fragen, diesen Freiraum des Nachdenkens über ganz andere, heute Ungedachtes, Unbeobachtetes vergessen und dass sich das dann vielleicht in 5 oder 10 Jahren rächt, weil wir da etwas übersehen haben. Also ich bin eine große Freundin auch dieser Freiräume, sie in ihrer Funktion zu schätzen. Sie haben dann die junge Akademie und über den Stellenwert ist, glaube ich, gesprochen worden. Und mir hat es besonders gefallen, Frau Griem, dass Sie sagte, dass wir auch die junge Akademie kritisch befragen. Auch das finde ich in dem Austausch der Perspektiven sehr, sehr notwendig. Jetzt habe ich gerade einen Punkt vergessen. Ja, vielleicht belasse ich es an der Stelle oder weise noch hin, genau auf diesen. Ja, Sie haben gesprochen auch über Ihre Rolle. Sie bewahren ja bestimmte Kulturgüter. Ich glaube, auch da hat die Akademie eine wichtige Rolle. Ich habe jetzt einen Punkt vergessen, aber vielleicht komme ich noch später noch mal drauf in der zweiten Runde. Ja. Aber soweit erstmal die Rolle der Akademie. Da unsere Zeit begrenzt ist, setzen wir die Runde später beim Mittagessen fort, dann können Sie auch alle mitdiskutieren. Als wir die Runde überschrieben haben, Critical Friends, hatten wir die Hoffnung, die genau auch eingetreten ist, dass nicht nur Friends, sondern auch Critical zu hören war. Es gab hier Aufgaben, es begann mit Dorothea Wagner und es ging weiter. Also ich glaube, wir werden, liebe Julika Griem, das mit dem Augustinum nicht vergessen. Und bei jeder Zuwahl, also ohne natürlich in die Altersdiskriminierung zu verfallen, denn mit Jugendwahn ist ja auch niemand geholfen. Und ich denke, den Satz sagt man, je älter man wird, desto entschiedener. Also jedenfalls haben Sie wirklich alle ganz, ganz herzlichen Dank. Auch lieber Herr Müller-Jung, was Sie über die Öffentlichkeitsarbeit gesagt haben. Ich hoffe, dass wenn wir uns in, sagen wir mal, 10 Jahren wiederfinden, es erstens noch eine FAZ gibt, die wir alle abonnieren. Ja, genau, die FAZ-KI und wir dann durch unsere Brille gucken, das müssen wir ja dann gar nicht mehr googeln und sehen, Akademien sind da relativ häufig vorgekommen, dass wir im engen Austausch mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, so unterschiedlich wir als Akademientypen sind, ist das ja
eine gemeinsame Aufgabe der Weiterentwicklung. Und ich glaube auch, Julika Grimm, der Hinweis darauf, dass wir uns in den schwierigen Haushaltsentwicklungszeiten nicht gegenseitig kannibalisieren dürfen, sondern sehr präzise beschreiben müssen, was können wir mit unserer spezifischen Struktur in diesem System tun. Und sagen wir mal, es wäre ja vielleicht nicht uninteressant, eine Wissenschaftsratsevaluierung mit dem Wissenschaft geht ja gar nicht, denn die Hälfte ist in einer Akademie, die andere Hälfte ist nicht in einer Akademie und darüber entweder ärgerlich oder glücklich. Das muss schon eine Evaluierung mit Menschen aus dem Ausland sein, wie damals bei der Systemevaluierung des deutschen Wissenschaftssystems. Aber jedenfalls möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Wir werden diese Diskussion ganz gewiss fortsetzen, denn Sie sind wunderbare Critical Friends. Many, many thanks, David, und den anderen auch. Danke. Thank you.
Leibniz ohne Perücke, das ist, wie Sie hinter mir ja sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Titel meines diesjährigen Berichts auf dem Leibniz-Tag, mit dem ich, wie auch in den vergangenen Jahren, nicht den draußen befindlichen BBAW-Bericht kopieren oder wiederholen oder vertiefen möchte. Es liegt ein Jahresbericht vor. Und insofern tue ich in diesem Bericht etwas anderes. Ich resoniere über ein paar wichtige Fragen im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Jubiläum, auch über einige Fragen, die eben in den Ratschlägen unserer Critical Friends schon deutlich geworden sind. Auf den ersten Blick scheint ja Leibniz ohne Perücke eine Metapher. Eine Metapher dafür, dass anlässlich des 30-jährigen Jubiläums einer über 300-jährigen Institution nicht zu viel Aufhebens über die Herkunft gemacht werden sollte, sondern wir uns eher auf die Herausforderungen der Zukunft konzentrieren sollten. Und davon haben die, die eben auf dem Podium saßen, ja wahrlich genug genannt. Gehört Leibniz dann überhaupt aufs Podium? Wer interessiert sich schon für Leibniz? Vielleicht auch ein Bewohner des Augustinums, vielleicht gar ein Voraufklärer? Gehört er gar nicht in eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel Wandel durch Aufklärung? Ich komme auf diese Frage sofort zurück. Will aber wenigstens kurz noch festhalten, dass Leibniz ohne Perücke nicht nur eine Metapher für kritisch-konstruktiven Umgang mit einem Gründervater unserer Einrichtung ist. Wir kennen Leibniz zwar tatsächlich hauptsächlich von Abbildungen mit ziemlich voluminöser Allonge-Perücke, und so hat er von dem ersten Leibniz-Tag der BBAW 1994 an bis zur Pandemie den Leibniz-Tag auch optisch geprägt. Aber interessanterweise zeigte ihn schon die Preußische Akademie gern ohne Perücke, Leibniz ohne Perücke. Und als man dem König zu Leibniz' 200. Geburtstag 1846 eine Medaille überreichte, diese Medaille ist bis heute der Prägestempel für die Leibniz-Medaille, die wir Björn Wittrock überreicht haben, und auch für das Medaillon der Kette, das ich trage, da trug Leibniz sehr bewusst keine Perücke. In den vorrevolutionären Jahren 1846 durchaus eine Geste, dem König nicht sich selbst zu überreichen, den Monarchen, sondern Leibniz ohne Perücke. Und bis zur Zerstörung im Jahre 1944 schmückte den Saal, in dem der Leibniz-Tag stattfand, eine ebenfalls auffällig perückenlose Büste des Universalgelehrten. Sie zeigt den perückenlosen Leibniz und wurde posthum 1788 von dem sonst wenig bekannten hannoverschen Bildhauer Johann Gottfried Schmidt nach für authentisch gehaltenen Porträts mit Perücke ohne Perücke geschaffen und soll Leibniz darstellen, wie er im Morgenrock nach dem Frühstück ans Stehpult tritt und gleich schon im Morgenrock zu philosophieren beginnt, ohne Perücke. Ohne Perücke, das war in Zeiten vor der Französischen Revolution, direkt vor der Französischen Revolution, durchaus ein Zeugnis. Perücke galt schon als abständig,
Zitat, ein Arzt soll ohne Perücke zum Kranken, ruft in der Novelle der Aufruhr in den Cevennen, die Ludwig Tieck 1826 bei Reimer publizierte, einer aus und ein anderer repliziert, so wär's doch besser, kein Brot oder keinen Katechismus im Haus zu haben, als die allernotwendigste Hauptzier zu entbehren, Perücken als ein Zeichen des politischen und gesellschaftlichen Standorts. Die Preußische Akademie wird für Perückenlosigkeit. Ich würde mich freuen, wenn wir die beiden Porträtbüsten, die früher in den Sitzungen der Preußischen Akademie standen, links Voltaire als Vertreter der radikalen Aufklärung und rechts Leibniz als Vertreter der milden Aufklärung, als die beiden möglichen Denkwege wieder hätten, und wir arbeiten daran, dass sie bald wieder stehen. Natürlich ist Leibniz ohne Perücke aber doch auch eine Metapher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine Metapher nicht nur dafür, dass wir anlässlich des 30-jährigen Jubiläums nicht zu viel Aufhebens um die Herkunft machen wollen, sondern, ich sagte das ja eingangs, proaktiv die Fragen behandeln wollen, über die jetzt alle, nicht nur die Fragen, über die jetzt alle sprechen, sondern proaktiv die Fragen, die sich in Zukunft stellen werden. Ich sagte es, Herkunft braucht Zukunft, aber nicht nur Zukunft braucht Herkunft. Sie werden vielleicht fragen, wie das gelingen kann, proaktiv die Fragen behandeln, die sich in Zukunft stellen werden. Die BBAW hat auf Anregung des Wissenschaftsrats, der uns 2021 unter seiner damaligen Vorsitzenden Dorothea Wagner in dem genannten Impulspapier Impulse aus der Covid-Krise für die Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems in Deutschland empfohlen hat, Vorschläge für die Strukturen für eine Krisenberatung, für eine Stärkung der Preparedness gegenüber Krisen zu machen. Für diese Empfehlung haben wir uns interessiert und haben Vorschläge für den Aufbau eines solchen Krisenberatungsnetzwerkes gemacht, was Akademien natürlich nicht allein als Akademien, sondern nur mit Partnern in den Universitäten und Institutes for Advanced Studies realisieren können. Und wir diskutieren jetzt diesen Vorschlag mit den entsprechenden Akteuren. Es war schon von der jungen Akademie die Rede, auch ein wichtiger Partner. Ich erinnere an Paul Baltes, einen Alternsforscher, von dem der Vorschlag kam, die junge Akademie einzurichten. Gestern hat Frau Knopp von der jungen Akademie gesagt, wir sollten als Ältere nicht nur immer davon sprechen, die junge Akademie solle frecher sein, sondern selber mal etwas frecher sein. Und insofern hoffe ich, dass unsere Initiativen, die wir im Augenblick zur Gesellschafts- und Politikberatung durchführen, Lessons Learned aus den Krisen der Gegenwart gemeinsam mit der Leopoldina, Ernährung, Gesundheit, Prävention und nachhaltiges Bauen, so lauten die Titel der gegenwärtig laufenden Arbeitsgruppen, ein Auftakt für noch proaktivere, noch originellere und insofern auch noch qualitätvollere Gesellschafts- und Politikberatung, die die Preparedness, die Vorbereitung auf künftige Krisen, soweit das überhaupt möglich ist, steigert. Und wir wollen die Wissenschafts- und Wissenschaftssystembeobachtung, die unsere Akademie seit 30 Jahren prägt, weiter professionalisieren. Beratung braucht, auch das wurde auf dem Podium schon gesagt, Professionalisierung der Strukturen und auch der Kommunikationsstrukturen. Eine meiner Fragen im Zusammenhang meiner Titelexegese Leibniz ohne Perücke habe ich noch nicht beantwortet. Die eingangs vielleicht etwas vorlaut aufgeworfene Frage, ob sich außer den Fachleuten noch irgendjemand für Leibniz interessiert, den wir in Berlin und Potsdam edieren. War der nicht ein Voraufklärer? Gehört er also nicht in eine Veranstaltung Wandel durch Aufklärung? Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, scheint nur so. Ich kann heute davon berichten, wie überraschend gegenwärtig Leibniz für zwei Kollegen ist, von denen ich jedenfalls das gar nicht erwartet hätte.
Der erste ist der an der Columbia University in New York lehrende und aus dem Senegal stammende Philosoph Süleymane Bachir Diagne, der nicht allein an einer postkolonialen afrikanischen Philosophie, an einer muslimischen Philosophie interessiert ist, sondern uns vorgestern mitteilte, wie die Schriften von Leibniz, die er als in Paris ausgebildeter Senegalese natürlich ohne Mühe lesen kann, sein Interesse an der Philosophie und an einer Philosophie der Mathematik geformt haben. Überraschende Gegenwart von Leibniz in Shared Traditions, einer Akademie, die auf Diversität achtet. Und der Wiener Quantenphysiker Anton Zeilinger, von ihm war schon die Rede, Nobelpreisträger des Jahres 2022 und Mitglied unserer, wie früherer Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, hat jüngst bei der Jahresfeier der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Gespräch die interessante Idee vertreten, ob man die analogen, aber nicht kausal bedingten, zufällig analogen Verhaltensweisen von räumlich weit entfernten Quantenteilchen, die Einstein noch als spukhafte Fernwirkung bezeichnete, nicht nach dem Modell der prästabilierten Harmonie erklären könnte. Leibniz in der Quantenphysik unserer Tage. Ich will den Feierlichkeiten zum 300. Geburtstag Immanuel Kants im nächsten Jahr nicht vorweggreifen. Wir planen allerlei große Festivitäten auch in diesem Haus. Aber das letzte Wort über Leibniz lautet ganz gewiss nicht Voraufklärer. Meine Bemerkungen über Leibniz wollten nicht den Eindruck erwecken, er sei ein Zeitgenosse der Gegenwart oder gar der schlechterdings unterschätzte Denker für die Zukunft. Im Gegenteil, er ist weder der alleinige Gründer dieser Akademie, da müsste man viele nennen, die Königin Sophie Charlotte und den Theologen Daniel Ernst Jablonski und viele andere mehr. Nein, seine Ideen und Vorstellungen wurden schon damals nicht mit hundertprozentiger Umsetzungstiefe umgesetzt und in den letzten Jahren rechtete die Akademie mit Leibniz, der in Hannover im Homeoffice saß und sich weigerte, in sein Berliner Büro zu kommen. Wir konstruieren, meine Damen und Herren, gern über den fundamentalen Brüchen und Diskontinuitäten, von denen schon in den Grußworten die Rede war, mythische Formen einer Longue Durée, anstatt fröhlich einzuräumen, wie oft die Akademie hier am Orte gezwungen war, sich neu zu erfinden und, ich ergänze, Lust hatte, sich neu zu erfinden. Sie erfand sich neu zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Museen und Sammlungen an die staatlichen Museen gegangen waren, als die Sternwarte an die Universität gegangen war. Damals haben die Brüder Humboldt die Universität und die Akademie neu erfunden. Theodor Mommsen und Adolf von Harnack haben sie neu erfunden mit ihrer Idee geisteswissenschaftlicher Großforschung. Und es gibt viel an Neuerfindungen zu entdecken. Ich weise darauf hin, auf einen fast zufälligen Fund. Im Jahre 1930 schlug die Akademie vor, Institute einzuführen, wie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, nicht nur geisteswissenschaftliche, sondern auch an bestimmten Punkten naturwissenschaftliche Institute. Und die Akademie nach 1945 ist genau diesem Vorschlag aus dem Jahre 1930 gefolgt, vermutlich ohne es zu wissen. Im ersten Statut des Jahres 1946 heißt es, nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und dem tiefen Fall der Preußischen Akademie unter den braunen Verhältnissen, wir beginnen unsere Arbeit auf neuer Grundlage und in erweiterter Form. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das gilt eigentlich immer in der Geschichte der Berliner Akademie und das Podium hat es wunderbar deutlich gemacht, gilt auch heute wieder. Auf neuer Grundlage, nach einer Zeitenwende, in einem sich dramatisch ändernden Wissenschaftssystem, auf neuer Grundlage und angesichts von Haushaltsengpässen ganz fröhlich mit erweiterter Form, aber ohne Konkurrenz im System zu etablieren, die nicht sinnvoll ist.
Wir erinnern heute nicht nur an eine solche Wiederaufnahme auf neuer Grundlage und in erweiterter Form, an die Neukonstituierung der Jahre 92-93, und es liegt mir daran, an die handelnden Personen zu erinnern. Wir sind manchmal so kurz im Gedächtnis und so wenig dankbar. Hubert Markel, Hasso Hofmann, Heinz Bjelka, Günter Spur, sie sind nicht mehr unter uns, aber ich grüße auch die, die sich damals besonders engagiert haben und unter uns sind: Christian Mayer, Manfred Bierwisch, Jürgen Kocka, Helmut Schwarz und manche andere dazu. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben das an der Podiumsdiskussion gemerkt, wir nehmen die Neukonstitution zum Anlass, uns zu fragen, welche Arbeiten wir auf neuer Grundlage und in erweiterter Form neu aufnehmen sollten, welche ganz und gar neuen Aufgaben sich uns stellen oder sich uns schon längst gestellt haben, wie etwa das Diversitätsthema, ohne dass wir es als erneuerte Aufgabe schon genügend begriffen haben. Ich will nicht ausführlich beschreiben, was wir in den letzten Tagen diskutiert haben, nur so viel. Zu einer fundamentalen Revision der Grundentscheidung von 1993, eine geisteswissenschaftliche Großforschungseinrichtung in klassischer Tradition mit einer Art Agentur für Gesellschafts- und Politikberatung mitsamt den interdisziplinären Arbeitsgruppen zu kombinieren, also sozusagen das Beste aus der Westberliner Tradition und das Beste aus der in Ostberlin beheimateten preußischen Tradition zu kombinieren. Zu einer Revision dieser Grundentscheidung besteht im Augenblick überhaupt kein Anlass. In Verbindung mit einer großen Agentur für Wissenschaftskommunikation, die, es ist vorhin gesagt worden, von der Senatorin Ciborra in Gestalt der Transfer-Unit auch darüber nachdenkt, was sie eigentlich tut, und getragen von einem Netzwerk sich autonom ergänzender, exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sind wir gut darauf vorbereitet, institutionell gut darauf vorbereitet, Herausforderungen der Zukunft zu schultern. Der Planungsgruppe mit dem unvergessenen Wissenschaftssenator Manfred Erhardt sei Dank für so viel Weisheit. Aber so, wie wir die Kohärenz der geisteswissenschaftlichen Großforschungseinrichtung BBAW weiter profilieren und verständlicher nach außen für das Wissenschaftsberichterstattungsseitenensemble der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie wir es für die Öffentlichkeit und, wie Manja Schüle sagte, für eine sehr viel breitere Öffentlichkeit verständlicher, zugänglicher machen, ohne an Substanz zu verlieren, das ist eine große Aufgabe. Wenn wir im Rahmen der Langzeitbeobachtung des Wissenschaftssystems unter Wissenschaft über die Entwicklung der Leitbilder von Inter- und Transdisziplinarität nachdenken, dann sollte das, meine Damen und Herren, auch Konsequenzen für die Großforschung haben. Also das Nebeneinander von interdisziplinären Arbeitsgruppen als Westberliner Erbe und geisteswissenschaftlicher Großforschung als Berlin-Mitte-Erbe über Ostberlin vermittelt. Das sollte intensiver miteinander verbunden werden. Und das wird es, wenn uns beispielsweise in der Wissenschaftsbeobachtung immer deutlicher auffällt, wie die Grenzen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften erodieren und diese Grenzen von Geistes- und Naturwissenschaften so erodieren, dass unsere geisteswissenschaftliche Großforschungseinrichtung BBAW automatisch naturwissenschaftlicher wird, als sie es bisher war. Im Blick auf die Gesellschafts- und Politikberatung, für die auf den Folien oben beispielhaft die Abschlussveranstaltung der interdisziplinären Arbeitsgemeinschaft Zukunft der Medizin, Gesundheit für alle im Potsdamer Landtag kurz nach dem letzten Leibniz-Tag steht und eine dort diskutierte Veröffentlichung der Gruppe, zweifelt niemand, dass hier auf dem neuesten Stand stehende innovative Forschung im Zentrum unserer Aktivitäten steht. Ein wenig anders ist das bei der geisteswissenschaftlichen Großforschung in den großen Akademienvorhaben.
Und ich kürze jetzt aus Zeitgründen einfach ein paar Seiten, die ich hier noch stehen hatte, in denen ich Ihnen gezeigt hätte, dass die kritische Haltung gegenüber dem Sammeln in den Akademieunternehmen, wir sammeln alle griechischen Inschriften, wir sammeln alle lateinischen Inschriften, dass diese kritische Haltung, wie Eberhard Schüttpelz gezeigt hat, dass diese kritische Haltung gegenüber dem Sammeln sich einem Missverhältnis verdankt. Die Geisteswissenschaften sind immer mehr als nur Interpretation. Sie sind auch philologisch-historische Kritik. Wissenschaft ist Kritik, das haben wir heute gemerkt. Dankenswerterweise, gute Geisteswissenschaft ist immer Kritik. Und niemand sammelt ja einfach eine Inschrift, sondern nimmt sie, beleuchtet sie kritisch, hält sie für echt oder unecht, verwendet sie dort oder dort, sieht sie als transportierte oder nicht transportierte. Interpretation und Kritik gehen immer ineinander. Und wer das Sammeln verachtet, das ein Ausdruck der Kritik ist, hat, ich formuliere es mal sehr pointiert, das darf man, wenn man einen Abschnitt kürzt, hat nichts verstanden von der Praxis der Geisteswissenschaften. Und die Kritik ist heute, anders als im 19. Jahrhundert, häufig auch eine mit Hilfe der Natur- und Technikwissenschaften. Wenn Sie wissen wollen, ob ein Beschreibstoff, ein Stein oder ein Manuskript echt ist, dann müssen Sie die Kollegen und Kolleginnen in Naturwissenschaften fragen. Das hat man im 19. Jahrhundert nicht getan. Also, vielleicht sollten der Kollege Martius und der Kollege Spörhase in ihrem wunderbaren Buch über die Praxis der Geisteswissenschaften auch noch ein Kapitel über die Naturwissenschaften einfügen. Warum bin ich am Schluss gekürzt, aber doch noch einmal auf ein Missverständnis der Tätigkeit der Akademien eingegangen? Zum einen, weil wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, mindestens als Berlin-Brandenburgische Akademie selbstbewusster für die Modernitätskonformität unseres besonderen Modells von wissenschaftlicher Praxis eintreten müssen. Das hat Herr Müller-Jung sehr deutlich gemacht. Eintreten wollen, aber auch eintreten können. Zum anderen aber, weil es mit der Widerlegung von Kritik und von Vorwürfen an Akademien ja nicht getan ist. Der ursprüngliche Zusammenhang von Kritik und Interpretation, von Exzellenz und Akademie, muss heute anders realisiert werden als vor 200 Jahren. Und dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir an dieser Akademie wild entschlossen zu dokumentieren, wie modernitätskonform eine sich auch jetzt wieder neu erfindende Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ist. Auf Basis eines grundsätzlich nach wie vor sinnvollen Grundkonzepts von Akademie hier in Berlin nachschärfen, mutiger Grenzen niederlegen und Begegnungen organisieren. Wir haben, so darf ich für die Akademie berichten, die Diskussion der vielen guten Impulse und Anregungen aus den vergangenen 4 Tagen von unseren Gästen, Mitarbeitenden und Mitgliedern, von unseren Critical Friends noch längst nicht abgeschlossen. Aber sie wollen ja Mittagessen. Wir werden also weiter munter und engagiert, stellenweise auch frech und ohne Rücksicht, proaktiv und mit langem Atem Arbeit auf neuer Grundlage und in erweiterter Form fortführen. Ganz kurz zusammengefasst, weder Kindergarten noch Altersheim. Jeder Bericht darüber kann ja nur ein Zwischenzustand sein. Vielen Dank für Ihre Geduld. Thank you.
Sie müssen sich nicht fürchten, keine weitere Rede, sondern nur der ganz, ganz herzliche Dank allen, die gesprochen haben, allen, die dabei waren, und einen kleinen Ratschlag für den Weg. Wie Sie wissen, haben wir zwischen dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt und dem Wissenshaus am Gendarmenmarkt der Akademie im Augenblick die größte Buddelkiste Berlins. Sie können den Gendarmenmarkt nicht queren, versuchen Sie es nicht, sondern verlassen Sie das Gebäude wieder Richtung Charlottenstraße, gehen Sie in dieser Richtung, umrunden Sie den Gendarmenmarkt beim Hilton und gehen Sie in unseren Haupteingang Markgrafenstraße 38. Da finden Sie zu essen und zu trinken und wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Gäste sind. Und wenn Sie dort sind, schauen Sie mal aus dem Fenster in Richtung des Hofes. Da befindet sich ein zweiflügeliger Bau, das ist eigentlich eine Kriegsruine. Die wollen wir wieder aufbauen als Lounge für die Berliner Wissenschaft, wo sich Menschen aus Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wo sich aber auch Menschen, die gar nichts mit Wissenschaft und Universität und Wissenschaft zu tun haben, treffen können, wo wir unsere Marbacher Freundinnen und Freunde willkommen heißen können. Und für den Wiederaufbau dieses Flügels, Sie ahnen es, brauchen wir noch ein bisschen Geld. Also, es gibt einen wunderschönen Flyer. Man kann auch mit ganz kleinen Spenden über das Collegium Pro Academia an diesem Projekt teilhaben. Und nun lade ich Sie alle ganz, ganz herzlich ein. Heute Nachmittag um 15 Uhr Eröffnung von Marbach an der Spree und heute Abend lange Nacht der Wissenschaften mit ganz vielen spannenden Beiträgen und nächstes Jahr natürlich auch wieder Leibniz-Tag. Aber jetzt erstmal guten Appetit, vielen herzlichen Dank und in dieser Richtung geht's raus. Ja.